wir sind Beschluss 15 Uhr. Es ist Viertel sechs. Wir sind beschlussfähig und ich gedenke weiterzumachen. Das bedeutet, wir machen auch weiter. Stellt euch das vor, ist unglaublich. Zunächst mal, wie fandet ihr das gerade so? Ja, wir wählen den Müller, oder? Müller. Ha? Also, mal unabhängig von den Fangesängen des Kollegen Herberg, ich will jetzt keine große Aussprache. Sag mal ja, Daumen hoch, Daumen runter. Er hat sich bemüht. Ja, wir arbeiten gerade auch noch an einer Pressemitteilung, die wird in meinem Namen rausgehen. E-Government wird drin sein, Flüchtlinge wird drin sein. Eben, das wird drin sein. wir gucken, dass wir eure Schwerpunkte mit dazu nehmen und dann werdet ihr das sehen, nur dass ihr das wisst. Also ich würde jetzt nicht nochmal sagen, dass der ehemalige Stadtentwicklungssenator nichts zur Innenpolitik sagen kann, aber... Er ist aber auch keine Frau, aber zur Bürgerbeteiligung... Übrigens haben Simons Zahlen, was die Aufsichtsräte und so nicht gestimmt, leider. Mein Feedback an euch, es hätte gerne konkreter sein dürfen. Ja, es liegt an dem guten Willen von Senator Müller, dass er auf die drei Prioritätenfrage im letzten Teil dann tatsächlich noch mit was Konkretem geantwortet hat, aber nicht an der Fragestellung. Nee, haben wir nicht, weil nur ich rede hier im Mikro. Alles gut. Nee, ich fand's auch ganz okay. So, das ist besser als bei Rohrein zu laufen. Ja, schön. Er hätte schon lange eine Lösung. Also vielleicht den einen Punkt als Understatement, ja. Die Nikola wird Bürgermeisterin statt Michael Müller. Hat er gar nicht gesagt. Zum Frauenfall. Ja. So, gut. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht verstanden, ist nicht böse gemeint, aber... Ach so, jetzt verstehe ich. Das Kohlert-Bürgermeisterin wusste ich noch gar nicht, dass sie Bürgermeisterin ist. Habe ich noch nicht. Alles klar. Gerwald hatte sich gemeldet. Auf meiner Liste steht danach Olli H. und danach Christopher L. Olli H. Der kommt kurz vor Olli P. Christopher. Ja. Jetzt wird es aber dem Thema nicht mehr angemessen. So. Ja, jetzt irgendwie wieder zurück. Now for something completely different. Zurück zu dieser Resolution. Oh mein Gott, worauf wollte ich denn eigentlich vorhin antworten? Das war, glaube ich, Pavel. Nochmal so für die Öffentlichkeit, dass man sich gerne mit der Mitte-Studie, mit der neuen der Uni Leipzig, beschäftigen darf, um da auch nochmal für jede Person selbst diese Darstellung entkräftet zu sehen, dass Rassismus, Antisemitismus und so weiter ein Phänomen eines rechten Randes sind, denn die Zahlen sagen eher was anderes, nämlich, dass diese Formen von Diskriminierung bzw. von Vorurteilen sehr wohl in der Mitte der Gesellschaft stattfinden und da auch herkommen. Wie weit die dann ausgeprägt sind, beziehungsweise wie weit diese Ressentiments sich in aktives Verhalten, in aktivem Verhalten niederschlagen, das macht dann eher was aus. Ja, ich habe jetzt nochmal eine Rückmeldung von der Linken bekommen, die sich wohl dieser Resolution anschließen wollen. Bei den Grünen wissen wir es noch nicht so genau. Könnt ihr dazu was sagen. Wie gesagt, ich selbst werde innerhalb der Fraktion trotzdem dagegen stimmen, das anzunehmen und werde im Zweifel an der Abstimmung im Plenum nicht teilnehmen. Aber wenn sich ansonsten alle einig sind, ist es mir, dann beuge ich mich halt auch diesem Mehrheitsvotum. Ich finde sie halt trotzdem scheiße, weil sie die eigentlichen Probleme und die eigentlichen Mechanismen, die da in der Bevölkerung stattfinden, nicht thematisieren und insofern auch wiederum nur dieser berühmte dieses Feigenblatt sind.
Christopher L. Ich bin ein bisschen, ich muss aufpassen, aber was ich noch erwähnen wollte, und das war für mich nochmal eine ganz interessante Erkenntnis am Montag im Innenausschuss, und vielleicht tragen das diejenigen, die sich mit diesen Gegendemos auseinandersetzen, auch mal an diejenigen Leute, die diese Gegendemos organisieren, weiter, ist folgender Fakt, dass diese Konfrontation, die dort entsteht, ein bisschen auch in der etwas digitalen Schwarz-Weiß-Denke der Polizei liegt, nämlich der, und das hat am Montag der Justiziar des Polizeipräsidenten auch nochmal so in öffentlicher Sitzung gesagt, diese Denke, der Erstanmelder einer Demonstration hat auch das Recht, diese Demonstration durchzuführen, und die Gegendemos, naja, die müssen da halt irgendwie so dran vorbei gelotst werden in Hörweite, was ist jetzt eine gute Hörweite, die Gegendemonstranten also automatisch das Problem haben, dass sie in dieser digitalen Denke der Polizei die Bösen sind oder diejenigen, die davon abgehalten werden müssen, die andere Demo zu stören. Ich weiß nicht, wie man dieses Problem gelöst kriegt. Vielleicht dadurch, dass man vor jedem Flüchtlingsheim in Berlin von Seiten der Unterstützerinnen und Unterstützer dieser Heime eine Mahnwache für diese Dinger einrichtet. Dann ist man nämlich selber der Erstanmelder, und dann sind nämlich alle, die dagegen das Heim demonstrieren, nämlich dann auch die Gegendemonstranten. Und dann, wenn man an seiner Mahnwache gestört wird von den besorgten Bürgern, ist das auch nicht gut. Also ich rufe da auch nochmal zu ein bisschen Kreativität auf, weil das ist halt so ein bisschen das Problem, was ich mit dieser Resolution habe, die du vorgelesen hast, Martin. Diese subjektive Wahrnehmung von Demonstrantinnen und Demonstranten, dass die Polizei da volle Möhre draufhaut, kann ich total gut nachvollziehen, weil es wahrscheinlich auch so ist. Das Problem ist nur, ja, also das Problem ist nur konkret, dass natürlich diese ganzen Vorfälle, wenn es nicht so ist wie beim letzten 1. Mai, wo quasi direkt gefilmt worden ist, wie ein Polizist aus einer Hundertschaft heraus einfach mal so seinen Kanister mit dem Pfefferspray zieht und einfach mal so in die Menge rein hält, es extrem schwer ist, diese ganzen Sachen nachzuweisen. Das heißt, wenn eine solche Resolution darauf rekurriert, dass die Polizei Leute schlägt und die Presse und sonst irgendwas, das hast du auch nochmal gemerkt im Ausschuss am Montag, da sagt natürlich niemand, wir haben nochmal rumgefragt bei uns, wer von uns die Presse sich selbst überlassen hat und nicht eingeschritten ist als die Nazis. Da haben sich ein paar Kollegen gemeldet, wir haben dann gegen die ein Disziplinarverfahren eingeleitet. So läuft es ja leider nicht ab. So, das ist also einmal, sage ich mal, eine Herausforderung dann für zivilgesellschaftliche Demobeobachtung, da im Zweifelsfall alles mitzubekommen. Und zwar auch so beweissicher, dass dann die Polizei auch sagt, ja gut, wir leiten jetzt hier ein Verfahren ein. Ich fürchte nur ein bisschen, dass bei solchen martialischen Tönen dann natürlich so eine weitere Frontstellung dann zwischen Polizei und, sag ich mal, zivilgesellschaftlichen Protest gegen die Nazi-Sprallos entsteht. Das ist das Bizarre, das ist auch eine Scheißsituation, das erkenne ich an. Ich habe da auch keine konkrete Lösung für, nur ich merke halt immer, das ist witzigerweise der Protest gegen die Nazis, die Vorurteile, die Polizei möglicherweise gegen irgendwelche linksorientierten Demonstrantinnen und Demonstranten hat, nur verschärft. Ja? Und dass dann halt so absurde Situationen zustande kommen wie bei diesen Demos, weil die eben diese digitale Denke haben, weil die eben, sage ich mal, auch in der Verhinderung von solchen Demos nicht kriegen.
kreativ sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ne? Also es gab ja in Bayern diesen einen Stadtrat, der dann irgendwie bei einer NPD-Kundgebung sämtliche Fahrzeuge der Stadtwerke kurzfristig auf den Marktplatz gestellt hat, um dann dort eine Leistungsschau der städtischen Betriebe zu machen. Das sind so Sachen, die muss man dann halt auch machen und wagen. Unsere Polizei fährt leider so einen Weg, man darf doch Demos nicht blockieren, Rechtsstaat. Ja, das ist schlecht. Ich wollte nur damit sagen, dass in einer solchen Gemengelage es dann leider manchmal nicht hilfreich ist, da noch weiter drauf zu hauen, wobei wir das natürlich, und das haben wir ja auch am Montag gemacht, im Innenausschuss thematisieren und problematisieren. Vielen Dank für die kreativen Vorschläge. Herr Reinhardt. Also wir haben ja sozusagen jetzt also die Position von uns, was wir jetzt zu den Protesten gegen die Unterkünfte und die Reaktion darauf halten, haben wir jetzt, glaube ich, weitgehend geklärt. Wir haben letztendlich vorhin, also wir haben sozusagen so eine Art Konflikt, der von verschiedenen Seiten beleuchtet wurde. Ich denke, das ist vor allem noch jetzt der Punkt war, wir wollen eigentlich sozusagen die anderen Fraktionen durch einen gemeinsamen Beschluss, durch eine gemeinsame Resolution in unsere Richtung ziehen. Wir wollen aber gleichzeitig eben auch klar machen, wo wir stehen und möglichst wenig von unseren Positionen verwässern lassen. Das ist ja eigentlich dieser Konflikt, der jetzt noch im Raum steht. Deswegen fand ich es jetzt sozusagen ein bisschen schwierig. Bei Martin klang das vorhin so ein bisschen so, als wenn er dann sagt, das Endergebnis soll sein, dass wir einen gemeinsamen Beschluss haben. Ist ja klar, aber es ist halt die eine Seite der Medaille. Letztendlich wollen wir eben einen Beschluss, der möglichst viel von dem abdeckt, was wir in der Sache als Position haben. Und das heißt, diese beiden Punkte müssen jetzt irgendwie zusammengebracht werden. Ich denke, dass wir uns in der Sache und angesichts der Situation, dass der Antrag ja schon sehr viel von dem abdeckt, was wir ja auch in der Sache halt als Position haben, dass wir schon einfach sagen sollten, wir treten dem Antrag bei, aber wir haben eben die Punkte, die vorhin Olli aufgemacht hat, die wollen wir noch mit reinverhandelt haben. Allerdings ist es jetzt an der Stelle kein Muss. Wenn es ein Muss wäre, hat Heiko ja schon angedeutet, dann könnte es auch daran scheitern. Das würde ich jetzt an der Stelle dann auch irgendwie Heiko oder Martin überlassen, dass sie das halt nochmal mit reinverhandeln. Wir haben noch eine zweite Frage, die lautete, wollen wir an den Stellen, wo wir jetzt eigentlich von der Position her über den Antrag hinausgehen, nochmal klar dazu Stellung beziehen? Da denke ich schon, dass es halt sinnvoll wäre, dass man einfach sagt, okay, es gibt den gemeinsamen Antrag, es gibt die Erklärung von Wieland zu Beginn der Sitzung, wo wir dann alle auch deutlich gemacht haben, wo wir gemeinsam stehen, aber wir brauchen auch die Aussprache, weil es letztendlich Punkte gibt, wo wir nochmal eigene Akzente setzen müssen und wollen. Gar nicht unbedingt nur, um irgendwie zu sagen, wo die anderen falsch liegen, sondern um klar zu machen, wo wir eben über die gemeinsame Resolution auch hinausgehen. Das heißt, mein Vorschlag als Mittelweg wäre jetzt, wir haben Änderungswünsche, die sind kein Muss und sollten jetzt nochmal mit versucht werden nachzuverhandeln. Und wir haben den Vorschlag, dass wir die gemeinsame Resolution quasi am Anfang direkt auch gemeinsam verlesen, um klarzumachen, dass wir als Parlament eben in der Sache auch Einigkeit haben. Wir wollen aber trotzdem eine Aussprache zu dem Thema haben, die kann auch später stattfinden, vielleicht 15, 16 Uhr, wenn das dann eben als Antrag aufgerufen wird. Das wäre jetzt ein Vorschlag, der so vielleicht so eine Art Mittelweg darstellen könnte. Vielen Dank. Ich habe mich selber nochmal draufgesetzt. Drei Punkte. Zum einen, ja, Christopher, du hast völlig recht. Also das mit der kreativen Arbeit von beiden Seiten, sowohl der GegendemonstrantInnen oder der UnterstützerInnen der Flüchtlinge, als auch mit der kreativen Herangehensweise der öffentlichen Verwaltung, das könnte sich hier deutlich verbessern. Wir könnten auch eine gesetzliche Grundlage für dieses oder gegen diese digitale Denke schaffen. Das wäre ein neues Versammlungsgesetz. Wäre halt schön, könnte man auch da angehen. Ist aber nicht so. Die zweite Sache war Richtung Olli. Ich kann dich ja verstehen.
Aber dann lass es auch, ich habe das an meinem ersten Beitrag, und da hast du mich, glaube ich, falsch verstanden, Fabio, klar gemacht, dass wir hier auch uns in diesem Spannungsfeld bewegen, ja, Teil des Systems zu sein und das System zu kritisieren. Dann lass uns das doch richtig machen. Du bist der Systemkritiker, dann gehst du halt nicht aus der Abstimmung raus, stimmst dagegen und stellst dich vorne ans Mikro und nutzt deine 3 Minuten, um klarzustellen, warum du dagegen gestimmt hast. Und wenn du das klug machst und dich dabei nicht zum Obst machst, dann wirst du dafür auch Applaus von Menschen in diesem Haus ernten. Das ist ja normalerweise der Sinn dieser öffentlichen Erklärung zum, gegenteiligen Abstimmungsverhalten, dass man da auch nochmal für die eigenen Positionen auch um Zustimmung wirbt oder beziehungsweise um ja, Beteiligung oder Applaus halt im weitesten Sinne. Das könnte eine fraktionsseitig gebilligte Abstimmungserklärung sein, wo wir auch uns als Fraktion dann eben nicht renitent verhalten, sondern sagen, ja, der, wenn du das, wie gesagt, gut abstimmst, auch mit den verschiedenen Strömungen in der Fraktion, dann du auch sicherlich dafür Applaus bekommen wirst. Ja, kann man ja auch sagen, ich will hierzu nochmal was sagen, ich kann da nicht mitgehen, das ist auch mit meiner Fraktion abgesprochen und ich sage Ihnen auch warum. Ja, da halte ich gar nichts dagegen, wäre nochmal eine schöne öffentlich wirksame Möglichkeit, das zu tun und würde im Übrigen das Problem mit dem drüber reden und nicht drüber reden lösen, weil dann würden wir nämlich drüber reden, beziehungsweise ausschließlich Olli würde darüber reden. Ja, es gäbe dann auch nur die Position der, also in Anführungszeichen Fraktion, ja, eines Teils dieser Fraktion, die dann im Plenum nochmal mündlich geäußert werden. Das hätte für mich einen gewissen Charme. Ja. Ich vernehme jetzt, also zu den Änderungen wollte ich noch was sagen, Pavels Argument bzw. Heikos Argument zu diesen Vorteilen ist völlig richtig, wenn ich da zum Beispiel an die durchaus differenzierte und schwierige Situation in Treptow bezüglich des Allendeviertels denke. Ja, da, also mit Vorurteilen stößt du halt diese Flüchtlingsinitiative, der kleinere Teil der Leute, die da irgendwie sich gegen dieses Containerdorf stellen und meiner Ansicht nach aus den richtigen Gründen gegen dieses Containerdorf stellen, stößt du halt vor den Kopf, weil die halt sowieso schon das Problem haben, dass sie ständig mit den Nazis zusammengeschmissen werden, die dagegen protestieren. Und deswegen kann man sowas da nicht reinschreiben. Also so sehr ich auch verstehe, was du damit ausdrücken willst. Und ja, Pavel, ich finde das nicht schlimm zu sagen, wir nehmen Vorurteile ernst, weil Vorurteile ernst zu nehmen ist das Erste, um damit umzugehen, also der erste Schritt, und sie als solche zu begreifen. Also ich würde den Originaltext, so wie er jetzt von der Koalition vorgeschlagen ist, gerne als Abstimmung zur Abstimmung stellen und dir halt, wie gesagt, nochmal nahelegen, dass du mit einem klugen, dreiminütigen Redebeitrag eine darüber hinausgehende systemkritische Position vertrittst. Das klingt nach einem gangbaren Weg. Also manchmal habe ich lichte Momente. Ja, durchaus. Gut, gibt es weiteren Aussprachebedarf jetzt zu diesem Text? Das mit dem anderen Text, der hat seine Schwächen, da hat Christoph auch völlig recht, wenn man da so draufhaut, das kann man halt eigentlich, das wäre auch in der Abstimmung mit der anderen Fraktion sicherlich nochmal anders gewesen, das kann man auch am ehesten zu einer Pressemitteilung und zu oder sowas machen, die hat nochmal einzelne Aspekte kritisch beleuchtet. Ich würde jetzt nur diesen Text gerne zum Thema nochmal um Aussprachebedarf fragen. Sehe ich nicht. Dann kommen wir jetzt mal zur Abstimmung. Es gibt jetzt doch noch Aussprachebedarf. Naja, ich halte die Frage, ob wir das dann, ob es zu dem Text, den wir jetzt verabschieden wollen, eine Aussprache gibt oder nicht, schon für eine entscheidende Frage. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Also wenn wir eine Aussprache haben, dann gibt es keine gemeinsame Resolution. Wenn wir eine gemeinsame Resolution haben, gibt es keine Aussprache. Und da die Situation ist, dass die Linke beschlossen hat, mit auf diese Resolution zu gehen und die Grünen, sagen wir mal, noch nicht mal unseren Textentwurf kennen, ja, geschweige denn sich jetzt zu diesem Resolutionsentwurf irgendwie plausibel verhalten würden,
sieht das schwierig aus mit einer eigenen Rederunde. Ich würde das jetzt auch angesichts der Diskussion, die wir jetzt hier hatten und in der Situation nicht befürworten, insbesondere deshalb, weil es wirklich sehr schwierig bis meiner Meinung nach unmöglich wäre, eine einigermaßen konsistente Position mit mehr als einer Fraktion zu entwickeln. Und auch unser Antrag ja jetzt weit von einer Fertigstellung entfernt ist. Also, wenn es diese Resolution gibt, dann steht die zur Abstimmung, dann wird der Präsident dazu was sagen. Und Heikos Aufgabe ist dann halt dafür zu sorgen, dass es eine ordentliche Abstimmung gibt, wo die Leute die Hand heben, damit es möglicherweise die Gelegenheit gibt, ein abweichendes Verhalten nochmal zu begründen. Und ich halte das für eine sinnvolle Sache. Ich meine, willst du im Ernst nochmal mit der CDU darüber reden, warum sie das für besorgt, warum sie das wichtig hält, zu betonen, dass das besorgte Bürger sind? Ja, kann man natürlich machen, aber würde in der Situation auch nur dazu führen, dass nochmal besorgte Bürger an der Presse steht. Um es mal so deutlich auszudrücken, ja, also das will ich eigentlich nicht. Ja. Und da stehen jetzt nicht besorgte Bürger drin in dem Text. Da stehen Nazis drin. Naja, nicht optimal. Nee, optimal ist es nicht, aber so ist halt Politik. Politik ist dann, wenn alle verlieren. So. Okay, dann jetzt Abstimmung. Wer ist dafür bzw. dagegen, dass wir uns an diesem gemeinsamen Resolutionsentwurf beteiligen? Jetzt habe ich mich. Der Kollege Reinhardt ist wenigstens konsequent, ja. Okay, ich stelle fest, dass der Kollege Höfinghoff dagegen stimmt, Fabio sich enthält und Simon Kowalewski sich auch enthält. Alle anderen Anwesenden sind dafür. Anwesend bedeutet in dem Fall ohne Christopher, der nicht da ist. Ist das so angekommen? Super, damit ist der angenommen und wir treten dem bei. Der Tagesordnungspunkt ist damit beendet und ich lasse keinen weiter. Wozu willst du denn jetzt noch was sagen? Ich wollte jetzt fragen, ob wir diesen anderen Antrag dann auch noch ausarbeiten und einbringen werden. Warum sollten wir das jetzt tun? Ja, den können wir nicht einbringen. Wenn wir den einbringen, gibt es keine gemeinsame Resolution. Es gibt nur eine gemeinsame Resolution. Der Präsident verliest, es gibt eine Abstimmung. Das gibt es. Oder es gibt kein Signal dieses Hauses gemeinsam. Das ist das Einzige. Wir können uns dazu entscheiden, ob wir das jetzt machen. Ich sag, den Apfel schlucken. Ich sage es auch nochmal, dieser andere Antrag, ich freue mich sehr, dass der auf so breite Zustimmung hier stößt, muss ich sagen. Aber den gab es nur vor dem Hintergrund, dass es bis eine halbe Stunde vor dieser Sitzung gar nichts gab, außer das, was ich zusammen mit den ReferentInnen gemacht habe. Ja? Also es kam niemand auf die Idee, da was zu schreiben. Und der ist nicht gut. Ja? Ich würde den jetzt auch nicht so einbringen und ich sehe jetzt keinen Grund daran, weiter zu arbeiten. Wir können gerne diese Punkte auch noch an anderer Stelle immer wieder vorbringen. Und das ist ja auch eine Grundlage für eine abweichende Abstimmungserklärung. Ich wiederhole das gerne nochmal. Also, ja, aber ich würde jetzt da keinen eigenen, es gibt keinen anderen Antrag auf der Tagesordnung, sagen wir es einfach so. So. Das würde einen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung bedeuten und ein Ticket, wo vorher ein vorformulierter Antrag drin ist. Das sehe ich nicht. Um das so formal abzubügeln. Dann sind wir mit Tagesordnungspunkt 6 durch. Es scheint, als hätten wir noch einen kurzfristigen Antrag vom Kollegen Meyer. Es kann sich auch nichts anderes handeln. Nein, nur zu der mir fiel gerade nur ein formal. Wird denn darüber noch abgestimmt werden das überhaupt oder kommt das über die kommt das nicht auf die Konsensliste? Nee. Also okay. Ich habe das gerade ausgeführt und habe gesagt, dass unser PGF dafür sorgen soll, dass die Abstimmung ordentlich stattfindet und nicht hier einfach mal alle so und schnell wischiwaschi, sodass eben noch die Zeit besteht, da dagegen zu stimmen und was dazu zu sagen. Insofern, ja, natürlich gibt es eine Abstimmung, es ist eine Entschließung, die muss abgestimmt werden. Das, ja, also es gibt Konsenslisten, Anträge eigentlich auch nur bei schon Beschlusskonsens im Ältesten hat, ja, aber auch nicht bei Anträgen zu Gesetzesinitiativen oder Entschließungen in zweiter Lesung. Die müssen auch alle nochmal abgestimmt werden. So. Super, dann kommen wir jetzt zu Top 4, endlich Plenarablauf. Herr Herberg, übernehmen Sie.
Ja, danke schön. So, dazu kommen wir später, dazu kommen wir auch später. Genau, also dann wird dann quasi als erster Tagesordnungspunkt, bevor wir mit der aktuellen Stunde, also der sogenannte Tagesordnungspunkt 0, wie es dann immer so schön heißt, wird dann quasi der Präsident des Klemmer dann morgen entweder die Resolution verlesen oder eine zusätzliche Rede dazu halten. Wahrscheinlich, wenn er es verliest, ist es, glaube ich, besser, dauert es ein bisschen länger. Dann die Abstimmung darüber, dann kommen wir zur aktuellen Stunde. Diese aktuelle Stunde wird, wie schon angedeutet, Berlin sagt Nein zu Gewalt an Frauen sein. Es gibt den Wunsch von Linken und Grünen, den Tagesordnungspunkt 24, das ist die anonyme Anzeigen, unabhängige Spurensicherung, endlich auch in Berlin einführen, zu dieser aktuellen Stunde mit hinzuzuziehen. Ich gehe davon aus, dass die SPD das morgen auch so machen wird und dem zustimmen wird, dass das mit hinzugezogen wird. Genau, dann brauchen wir einen Redner dazu. Gibt es Wortmeldungen? Ich sehe eine Wortmeldung von Simon Kowalewski und von Christopher Lauer. Simon? Ja, wenn diese wenn die aktuelle Stunde mit diesem Antrag zusammengezogen wird, haben wir da ein Problem. Denn Christopher möchte das, unterstelle ich jetzt einfach mal, kannst du ja gleich selber noch ausführen, gerne auf dem Antrag der Grünen und der Linken, sage ich mal, bashen, weil der nicht weil er qualitativ hinter unserem Antrag zum gleichen Thema zurückbleibt, um es mal neutral zu formulieren. Die aktuelle Stunde jedoch wird halt die traditionelle, seit 2011 so durchgeführte Rederunde der frauenpolitischen Sprecherinnen und Sprecher zum Anti-Gewalt-Tag, den wir ja heute alle hier begehen, sein. Das ist also schwierig, wenn das zusammengezogen wird, dann sehe ich da Konflikte. Das wird ja dann auch noch später Thema sein. So, ich lasse Christopher noch kurz vor und würde dann dich mit dem Meinungsbild dranlassen. Ich habe auch was. Ja, der Herr Kowalewski hat das schon ganz gut erfasst. Ich hätte mich tatsächlich sehr darüber gefreut, wenn es eine Rederunde zu dem Thema, wie die Grünen es nennen, anonyme Spurensicherung gibt. Ich habe mich dazu ja gestern schon länger in unserem Blog zu ausgelassen, weil ich auch darum gebeten worden bin, nochmal zu erklären, warum ich diesen Antrag für nicht so Sahne halte. Ich bin tatsächlich ziemlich wütend auch darüber, was die Grünen gemacht haben. Und das hätte dann gar nichts mit Bashing oder sonst irgendwas zu tun, sondern einfach mal auch in einer parlamentarischen Debatte darauf hinzuweisen, dass das meiner Meinung nach zumindest in dieser Legislaturperiode einmaliger Vorgang ist innerhalb der Opposition. Also, dass die Regierung einen Antrag übernimmt, um das Gesicht wahren zu können und nicht sagen zu müssen, ja, wir haben jetzt hier am Oppositionsantrag zugestimmt, damit kann ich ja noch leben. Aber aus drei unkonkreten, teilweise fachlich falschen Absätzen bestehenden Antrag mit einer Begründung aus drei Absätzen, ja, die wahrscheinlich von Frau Kofbinger irgendwie auf dem Weg ins AGH auf dem Handy geschrieben worden sind, einzureichen, nachdem wir als Abgeordnetenhaus, glaube ich, vor der Sommerpause oder so war das, oder kurz nach der Sommerpause, einen Beschluss zu dem Thema Gewaltschutzambulanz und anonyme Spurensicherung gefasst haben, dem vorher eine Diskussion in diesem Parlament gegangen ist, in diesen Ausschüssen während der Haushaltsverhandlungen, eine Expertenanhörung, einmal intern in der Fraktion und dann nochmal eine Expertenanhörung öffentlich für alle Fraktionen, wo man der guten Frau Kofbinger zumindest zugutehalten muss, dass sie die einzige Abgeordnete der anderen Fraktionen war, die dort war. Und sich dann halt pünktlich zum Tag für Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Frauen, das ist eine bescheuerte Konstruktion, hinzustellen und zu sagen, hier die Grünen machen jetzt was gegen Gewalt gegen Frauen,
Sorry, das ist halt keine Politik, das ist halt irgendwie schlechtes Theater. Und darauf würde ich halt schon gerne innerhalb einer Plenardebatte darauf hinweisen. Und ich unterstelle den Grünen auch mal, dass sie sich einfach einer kritischen Auseinandersetzung mit ihrem Antrag entziehen wollen, indem sie es da oben in dieser in der Aktuellen Stunde parken. So. Ich weiß jetzt nicht, wie man dieses Problem löst. Ob wir sagen, nö, da sind wir nicht mit einverstanden, wir wollen dazu eine Rederunde. Ich weiß es nicht. Also, aber Martin wollte auch nochmal was sagen. Genau, dazu nur als Hinweis. Die Linken gehen jetzt quasi mit drauf, aber der ganze Antrag wird ersetzt. Also da kommt jetzt quasi was Neues, damit es nicht mehr ganz so schlimm sozusagen ist, aber es bleibt immer noch scheiße. Ich lasse erstmal Martin und dann ist das kein Problem. Also wenn der Antrag jetzt ersetzt wird, dann würde ich darum bitten, dass der PGF auch klar, den Grünen klar macht, dass dann auch ein Ersetzungsantrag bitte mal mit den Piraten, mit den zuständigen Fachabgeordneten besprochen wird, um da mögliche groben Unfug auszubügeln. Dieser Quatsch jetzt eh ersetzt wird, dann kann man es auch gleich nochmal richtig machen, denn in unserem Interesse liegt es ja, das Thema auch irgendwie am weiter am Laufen zu halten. Ich habe da überhaupt gar kein Problem, wenn es da kontrovers wird, solange sich alle Leute wie erwachsene Menschen verhalten. Das ist schwierig, das weiß ich, aber das geht. Folgendes, wenn das zusammengezogen wird, dann bin ich dafür, dass wir eine zweigeteilte Rederunde machen, dass zuerst der frauenpolitische Sprecher zu all dem frauenpolitischen Zeug redet, das wir im Übrigen eher am Anfang des Jahres diskutieren sonst und nicht zu genau diesem Tag. Das ist nicht immer zum Tag, sondern das ist normalerweise zum Internationalen Frauentag, dass wir so eine aktuelle Stunde machen. Diesen Fahnenappell, ich finde es auch gut, dass Simon da war. Wie dem auch sei, da muss der sich halt ein bisschen zurücknehmen und kann nicht 10 Minuten reden, weil wir haben eine maximale Redezeit für eine Aktuelle Stunde und danach, nachdem dann die Senatorin Kohlert geredet hat, kann man dann nochmal geschlossen auf den Antrag der Grünen und der Linken eingehen. Ich habe aber mal eine andere Frage, die ich auch die Fraktion, also erstmal nicht nur die Fraktion, sondern explizit auch den frauenpolitischen Sprecher dieser Fraktion, Simon, stellen möchte. Herr Christopher hat ja jetzt einen Blogbeitrag geschrieben, wo er auch nochmal erklärt hat, wie ich finde, sehr sachlich, warum der Antrag, so wie er im Moment in der Abwicklung steht, eine bodenlose Frechheit ist, um ehrlich zu sein. Das ist so meine Meinung. Ich wollte dich fragen, unabhängig davon, wer diesen Blogbeitrag geschrieben hat und wie die ganze Entwicklung ist, kannst du diesen Argumenten irgendetwas abgewinnen? Kannst du ja gleich beantworten, ja? Ob du der Meinung bist oder beziehungsweise ob du dich der Argumentation, dass dieser Antrag nicht ausreichend ist und auch nicht dem Ziel gerecht wird, das ist ja die klare Aussage, ob du dich der anschließen kannst. Diese Frage würde ich auch der Fraktion gerne stellen. Also wer ist der Meinung, wer kann sich der Meinung von Christopher in dem Blogbeitrag, den er geschrieben hat, anschließen? Das ist das Meinungsbild. Auch vor dem Hintergrund, woran ich nochmal erinnern möchte, dass wir hier RednerInnen bestimmen, die Fraktionsmeinung vertreten sollen. Ja, auch als Hinweis daran, als Hinweis an den frauenpolitischen Sprecher, der ja für das Thema erstmal sowieso gesetzt ist als Redner, wie er so seine Rede- und Meinungsäußerung zu gestalten könnte, wenn er der Fraktionsmeinung folgt, deswegen dieses Meinungsbild, das möglicherweise dann eben auch zeigen könnte, dass wir gar keinen so großen Konflikt haben, außer zwischen euch beiden. Ja, und nicht in der Sache. Deswegen das Meinungsbild. Wer kann sich also der Meinung von Christopher in diesem Blogpost anschließen? Die Bällchen nach oben. Das Meinungsbild ist einstimmig positiv. Das sehen wir ja nicht aus, aber vielen Dank. Dann ist offensichtlich der Konflikt gar nicht so groß. Ja. Bitteschön. So, dann darf Christopher nochmal
Den Änderungsantrag von den Linken, den hat die, also der ist ja auch, also der den ersetzen soll, den haben wir auch schon bekommen. Ah, okay. Der macht es aber nicht besser, sondern der bleibt genauso Larifari und ist im Prinzip doch hinter dem, was wir schon, also bevor wir überhaupt angefangen haben zu diskutieren, waren wir schon weiter als dieser Antrag ist. So, Christopher. Deswegen hat also dieser Änderungsantrag der Linken hebelt nochmal, sage ich mal, behebt die gröbsten Schnitzer der Grünen. Also wie ich das ja auch gesagt habe, im Ursprungsantrag der Grünen wird ja die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales aufgefordert. Zuständig für sowas wie Spurensicherung wäre aber wahrscheinlich sowas wie die Senatsverwaltung für Justiz, die ja momentan die im Aufbau befindliche Gewaltschutzambulanz mit 150.000 Euro im Jahr finanziert. So, das heißt, der eine Unterschied ist, es ist nicht mehr nach dem Änderungsantrag der Linken, sind es halt drei Senatsverwaltungen, die sich darum kümmern sollen, Inneres, Justiz und Gesundheit. So, und ansonsten ist halt der erste Absatz nochmal anders. Und der liest sich fast so, als wäre er aus unserem Ursprungsantrag abgeschrieben worden. Aber da habe ich mir jetzt noch nicht die Mühe gemacht, da einen Wort-Wort-Vergleich zu machen. Und die Begründung ist natürlich noch immer nichtssagend. Ne? Insbesondere, und das ist der große Fehler, das habe ich ja auch schon gesagt, was nicht geändert wird, in der Begründung steht dann nochmal, die Lagerung der ermittelten Spuren erfolgt im Rechtsmedizinischen Institut der Charité. Das heißt, die Grünen feiern sich dafür, jetzt eine dezentrale, flächendeckende Spurensicherung zu fordern, ohne zu definieren, was dezentral und flächendeckend ist, und schaffen einen Bottleneck, also einen Flaschenhals, in dem Moment, in dem sie sagen, dass die ganzen Spuren wieder zentral gelagert werden müssen. Ja, und jeder Wald- und Wiesenanwalt zerschießt hier vor Gericht eine DNA-Spur, die auch nur einen halben Tag in irgendeinem Krankenhaus, in irgendeinem Kühlschrank lag, auf den mehr als eine Person Zugriff hatte. Und du kannst so eine DNA-Spur auch nicht mit dem Fahrradkurier durch die Stadt schicken. Und diese Kits, die dazu notwendig sind, haben halt auch noch ein Ablaufdatum. So. Also der Antrag der Linken macht es nicht besser, er macht es halt weniger schlimm, aber qualitativ ändert sich da wirklich nichts dran. Simon, dann Martin. Ja, kurz, ja, wir machen eine aktuelle Stunde typischerweise zum Weltfrauentag, aber es gab bisher jedes Jahr einen, sage ich mal, Anti-Gewalt-Antrag, den wir dann auch in einer entsprechenden Rederunde verhandelt haben rund um diesen Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Und meistens ist der inspiriert vom Motto unter das Terre de Fonds diesen Tag stellt. Das ist in diesem Jahr sexistische Werbung. Das ist eigentlich ein sehr schönes Thema. Dummerweise hat Terre de Fonds das sehr spät erst kommuniziert, dass das ihr Motto ist. Das heißt, viele Menschen, ich denke mal gerade in der Opposition hier im Abgeordnetenhaus, hatten wahrscheinlich die Befürchtung, dass Terre de Fonds, die ja auch bei ihrer Mitgliederversammlung diesen Sommer sich auf die Argumentationen einer gewissen Frau Schwarzer eingelassen haben, dass Sexarbeit etwas ganz Schlimmes ist und möglichst verboten werden sollte, hatten eben befürchtet, dass das eventuell das Thema dieses Jahr sein könnte. Und dann wäre es natürlich nicht möglich gewesen, dass sozusagen hier die Opposition im Abgeordnetenhaus einen tollen Antrag stellt, wir wollen irgendwie Sexkauf verbieten, weil das würde sich halt komplett mit unserer sonst hier zur Schau getragenen Meinung beißen. So, deswegen kann ich mir vorstellen, dass da einfach so ein Themenvakuum entstanden ist für diesen Antrag, was dann die Anja mit einem Thema gefüllt hat, was wahrscheinlich auch aufgrund unseres Aufschlags in dem Bereich und der Diskussion, die daraufhin ja entstanden ist, eben hochgekommen ist, nämlich die anonyme Spurensicherung oder wie auch immer sie aktuell jetzt gerade heißt. Ich war gestern Abend zum Beispiel auf der Veranstaltung Mobil gegen häusliche Gewalt, die
gestartet wird, unter anderem von den ganzen Frauenbeauftragten der Berliner Bezirke. Und auch da war das zum Beispiel wieder ein Thema. Das ist also einfach ein Thema, was in der Luft ist. Und wahrscheinlich hat dann die Kollegin Kofbinger gedacht, ja, das ist ein gutes Thema. So. Und die Piraten waren da ja auch schon mal dafür, die haben ja sogar einen eigenen Antrag gestellt, dann können wir das ja jetzt als Gesamtoppositionsantrag machen. Das hat ja nicht geklappt. Das heißt, wir haben jetzt diesen Antrag und ein Problem, wie gesagt. Man kann natürlich zu der aktuellen Stunde Berlin sagt Nein zu Gewalt an Frauen unheimlich viele wichtige Sachen auch sagen, auch eben unter diesem Motto sexistische Werbung ist ja auch schon der Anfang von Gewalt, wenn da sozusagen Leuten Rollenbilder übergeholfen werden. Dass jetzt gerade dieses Problem mit der anonymen Spurensicherung da allerdings jetzt zwischen uns steht, macht das Ganze nicht unbedingt einfach. Ich hatte ja gerade mich auch gemeldet, ich stimme inhaltlich mit Christophers Blogbeitrag durchaus überein, dass das halt einfach Schwierigkeiten macht, so wie das in dem Antrag formuliert ist. Ich kenne jetzt diesen neuen Ersetzungsantrag der Linken irgendwie noch nicht, weil ich mich da jetzt auch aus dieser Diskussion komplett rausgezogen hatte nach einem Gespräch letzte Woche mit der Fachreferentin. Die Frage ist jetzt halt, ja, wie wir da strategisch vorgehen, weil ich glaube tatsächlich, dass aufgrund von irgendwelchen schlechten Formen oder schlechten Inhalten in diesem Antrag komplett irgendwie diesen Antrag niederzubügeln, wahrscheinlich nicht so von der Strategie her die ganz sinnvolle Entscheidung ist, weil das letztlich dann im Zweifelsfall dazu führt, dass dann das Bild vermittelt werden kann, dass wir irgendwie jetzt plötzlich gegen die anonyme Spurensicherung sind. Weil ich glaube, diese ganzen Debatten, die hier im Haus gelaufen sind zwischen den Fraktionen und warum halt diese Art der Antragseinreichung durch die Grünen nicht so optimal war, das geht halt einfach schnell verloren in der öffentlichen Wahrnehmung. So, Heiko hat mal mich gebeten, da zu übernehmen. Das mache ich auch. Ich stehe außerdem aus der Redeliste. Als nächste Person steht Christopher auf der Redeliste. So, zum letzten Punkt, den du gebracht hast, Simon. Das ist eure Aufgabe, das vernünftig zu kommunizieren. Wir sind jetzt 3 Jahre in diesem Parlament und wenn ihr euch dazu nicht in der Lage seht, beziehungsweise du dich dazu nicht in der Lage siehst, das so zu kommunizieren, dass nicht rüberkommt, wir sind gegen die Spurensicherung, die vertrauliche, ohne weil wir Kritik an dem Antrag üben, dann bist du vielleicht nicht der richtige Redner an der Stelle. So klar muss ich das sagen. Das ist jetzt hier nicht, also bloß weil es schlecht aussehen könnte, wenn man sich falsch ausdrückt, kann man hier nicht inhaltliche Kritik an so einem extrem wichtigen Thema, das wir halt intensiv bearbeitet haben, wo Kompetenz da ist, einfach so runterschlucken. Die muss auch geäußert werden, das hat die Fraktion jetzt auch gerade mit ihrem Meinungsbild deutlich gesagt, dass sie dieser Meinung ist, also muss die auch geäußert werden. Es wäre dann deine Aufgabe als Redner, das auch zu tun, und zwar so zu tun, dass klar wird, wir wollen das auch, aber richtig. Ja. Zu dem gemeinsamen Antrag. Du hast recht, dass man da so einen gemeinsamen Antrag stellt. Ich meine, es wäre ja, da fiel mir sofort ein Antrag ein, den man stellen könnte. Den gibt es auch schon, der ist auch schon fertig. Der ist auch schon mal beschieden worden, nämlich in Friedrichshain-Kreuzberg, der Verbot von sexistischer Werbung in der Straße. Ja. Da hätten wir in dieser Fraktion auch sofort einen Konsens drüber. Gibt es Leute, die hier auch in der Diskussion beteiligt sind, die sich da intensiv mit gewollten Übertritten, wie heißt es, das hast du immer, Grenzüberschreitungen in der Werbung beschäftigen. Da können wir sofort drüber diskutieren, hätten wir sofort einen gemeinsamen Antrag. Das wäre ja mal sinnvoll gewesen, dass sich die frauenpolitischen Sprecher da einig geworden wären drüber. Können wir auch gerne später noch machen, kannst du auch in der Rede ankündigen, wäre ich sofort dabei. Ich sehe immer noch das Problem nicht. Ja? Ich halte euch grundsätzlich alle für kompetent genug, diesen Konflikt zwischen sachgerecht und formgerecht und dem gemeinsamen Anliegen auch so darzustellen, dass wir da gut vertreten sind. Und es ist auch kein Hals- und Beinbruch, dass, wenn es eh schon nicht das Thema von der Organisation, die sich um diesen Tag kümmert, ist, dass es dann eben kein gemeinsamer Oppositionsantrag ist, sondern wir darüber halt reden.
Vor dem Hintergrund, und ich weiß jetzt nicht, also steht in diesem Ersetzungsantrag dann die neue, die richtige Senatsverwaltung drin? Nee, es sind drei. Es sind drei. Na gut, das ist natürlich doof. Also wenn nur die drin gestanden hätte, wäre das ein super Argument für dich gewesen zu sagen, ja, das bringt dann gar nichts, das in die aktuelle Stunde zu ziehen, weil wenn da Kohlert redet und eigentlich Heimann zuständig ist, dann müssen wir dann eine extra Rederunde drum machen. Ich wäre da auch dafür, wir können schlussendlich nicht gegen die Mehrheit des Hauses, die am Ende die Tagesordnung festlegt, argumentieren. Deswegen werden wir hier damit rechnen müssen, eben so eine Lösung für eine aktuelle Stunde mit diesem Antrag zu finden. So als auf jeden Fall Fallback, weil wenn die Koalition sagt, wir ziehen das damit zusammen, dann bleibt uns da nichts anderes übrig. So, bitte. Ich weiß jetzt nicht, ob Pavel oder Christopher. Christopher, dann Pavel. Dann Pavel. Gut, vielleicht kann das nochmal jemand klarstellen. Ich hatte den Eindruck, dass irgendwie ist das alles ein bisschen scheiße gelaufen. Aber okay, gut, ein bisschen. Ansonsten will ich einfach sagen, ja, mein Gott, lasst uns die Redezeit aufteilen, wenn das zusammengezogen wird. Und dann kann man auch klar machen, okay, Christopher redet zu dem Thema. Und ja, ich sehe da jetzt nicht groß das Problem. Was mich eigentlich noch interessieren würde jetzt, damals wurde ja quasi unser Antrag, wenn ich das richtig im Kopf habe, zur Gewaltschutzambulanz, allerdings in einer ziemlich verstümmelten Form angenommen, und das Ganze befindet sich jetzt in der Umsetzung. Das heißt, wahrscheinlich, wenn die Koalition sich dazu äußern wird, wird sie sagen, so ist doch alles schon, haben wir doch alles schon beschlossen, was wollten wir eigentlich hier? Lass uns da erstmal abwarten, welche Erfahrungen gemacht werden, bevor wir jetzt hier wieder, so, da würde mich nochmal interessieren, was da der aktuelle Stand der Umsetzung, ich sag mal, der Reste unseres Antrags eigentlich ist. Simon und Christopher? Ja, zuerst noch mal kurz zur sexistischen Werbung. Den Antrag hatten wir ja dazu. Und zwar war das ja der Frauentagsantrag vom 6. März diesen Jahres. Dazu habe ich ja auch geredet. Also da haben wir ja schon. Was? Das war direkt so. Verbot von. Ja, genau. Der liegt jetzt gerade noch in den Ausschüssen. Mal gucken, ob er irgendwann aus dem Medienausschuss wieder rauskommt. Gut, nächster Punkt ist, wir hatten diesen Antrag gestellt und der wurde dann eben auch in allen Ausschüssen behandelt und kurz vor knapp dann plötzlich irgendwie durch den Antrag ersetzt, der dann sozusagen auch beschlossen wurde, dass es eben diese Gewaltschutzambulanz geben sollte, die eben nicht diese Anforderungen, die wir in dem Antrag formuliert hatten, erfüllt, nämlich anonyme Spurensicherung, gerichtsfeste Lagerung von Beweismitteln, 24/7 und so. Deswegen haben wir momentan in Berlin weiterhin keine anonymisierte Spurensicherung und Opfer von Gewaltverbrechen müssen weiterhin irgendwie nach Hamburg fahren. Christopher? Ja, also um auf Pavels Frage zu antworten, die Gewaltschutzambulanz an der Charité arbeitet, wie gesagt, nur im Bereich häusliche Gewalt und sie kann halt nur einen Sprechstundenbetrieb machen. Das Projekt funktioniert halt und wie gesagt, eine vertrauliche Spurensicherung gibt es so nicht, insbesondere nicht bei Sexualstraftaten, das können sie im Moment nicht abdecken. Zu der Frage, ob man sich möglicherweise dem Vorwurf aussetzt, gegen eine anonyme Spurensicherung zu sein, wenn man jetzt dem Antrag der Grünen und der Linken nicht beitritt. Dem sehe ich erstmal gelassen entgegen, insbesondere wenn wir als Fraktion vor einem Jahr genau dasselbe gefordert haben, aber halt viel fundierter ausgearbeitet. Ein solcher Antrag würde halt in dem Moment Sinn machen, wo man Haushaltsverhandlungen nochmal hat. Ne? Also wir müssen, und daran wird auch gearbeitet, sage ich mal, auf Referentenebene in dieser Fraktion, wir müssen natürlich zu den nächsten Haushaltsverhandlungen ein Konzept vorlegen, per Antrag mit Zahlen, das dann auch nochmal die Koalition unter Druck setzt, wo wir sagen, okay, jetzt habt ihr hier eine
jetzt habt ihr hier eine Gewaltschutzambulanz an der Charité, wie bauen wir hier weiter auf, wie wird hier ein 24-Stunden-Betrieb sichergestellt, wie wird hier eine vertrauliche Spurensicherung sichergestellt, so. Und dann kann man sich natürlich überlegen, wie baut man das aus, zu der Frage der Flächendeckung. Ich glaube, in Berlin gibt es irgendwie das beste System gegen Schlaganfall, oder hat man die beste Versorgung beim Schlaganfall. Die werden aber auch alle ins selbe Krankenhaus gebracht, ne? Also die Frage, ob jetzt eine Dezentralität dazu beiträgt, ein Angebot niederschwelliger zu machen, die stelle ich mal so in den Raum. Ja, also wenn wir das so aufsplitten würden, dass auf der einen Seite eine Diskussion zum Thema Gewalt, also gegen Gewalt gegen Frauen möglich ist und, sage ich mal, eine kritische Auseinandersetzung mit dem Antrag der Grünen, dann wäre das auch in meinem Sinne. Ich denke, man muss den auch kritisieren, weil das da zeigt sich, wie gesagt, meiner Meinung nach auch das Parlament echt von der schlechtesten Seite. Weil Frau Kofbinger wird, glaube ich, lange genug in diesem Parlament gewesen sein, um auch einfach zu wissen, dass ein solcher Antrag zu einem solchen Zeitpunkt, wo es keinen Titel im Haushalt gibt, wo in dem Antrag auch nicht gesagt wird, welche Titel dafür freigemacht werden sollen, ohne Konzept, ohne direkt irgendwie zu benennen, an welchen Stellen soll das laufen, mit welchem, mit wie viel Personal, nach welchen Kriterien, das ist halt ein blöder Schaufensterantrag. Und da wirft sich das Parlament dann halt als Opposition für eine Rederunde in Positur, sagt ja, ja, das ist alles ganz schlimm, am besten machen wir noch ein Konzert und wird alles gut. Also der Antrag hätte mich auch aufgeregt, wenn wir nicht vor einem Jahr einen deutlich weitreicheren, fundierteren und besseren gestellt hätte, sondern er ist wirklich ein fieser Schaufensterantrag und die Art und Weise, wie er zustande kommt, gekommen ist, finde ich auch extrem schräg. Aber gut, so machen die Grünen hier Oppositionsarbeit. Das muss aber meiner Meinung nach thematisiert werden. Und wenn es dann die Aktuelle Stunde ist, dann ist das so. Martin, und danach mache ich die Rederunde aber auch zu. Ja, ich wollte jetzt nochmal fragen, wie wir jetzt da verfahren. Das würde ich jetzt machen. Das wird, okay, ja, mein Vorschlag ist weiterhin, dass wenn das zusammengezogen wird, dass zuerst Simon redet und dann Christopher nochmal zu dem Antrag. Es sei denn, Simon traut sich zu, das so zu verpacken, dass das funktioniert. Und ansonsten Heiko darauf hinwirkt, dass wir eine extra Rederunde zu diesem Antrag bekommen und der nicht zusammengezogen wird, weil das nicht passt, unserer Meinung nach. Also jetzt weiß ich auch noch nicht, wie die Argumentation da ist. Ansonsten, lieber Simon, vielen Dank für die Klarstellung. Ich dachte, das wäre ein Bezirk-Thema gewesen. Ich nehme alles zurück, um ob das Gegenteil, wenn es den Antrag schon gibt, im Gang. So, ich würde das einfach so machen, wenn es kein Widerspruch von eurer Seite ist, dass Simon 5, Christopher 5 dafür erstmal gesetzt sind und wir warten morgen ab, ob zusammengezogen wird oder nicht. Gut, ich sehe keinen Widerspruch, dann machen wir weiter. Wir haben damit die aktuelle Stunde durch. Kommen wir zur Fragestunde. Wer möchte denn eine Frage stellen? Ich sehe eine Wortmeldung von Martin und ich sehe eine Wortmeldung von Phil und ich sehe eine Wortmeldung von Andreas. So, dann können wir kurz vor. Andreas Wallerzimmer. Ja, Phil war auch öfter gesagt. Dann kommen wir jetzt in den Modus. Martin, du kannst deine. So, ich möchte das nochmal. Ich habe mich in den letzten gesetzten Fragerunden immer sehr zurückgehalten und mich nicht vorab gemeldet. Ich möchte jetzt gerne auch mal gesetzt werden und nicht immer nur Phil oder Christopher. So, Phil, deine Begründung? Ich will nie erlauben. Ja, seit wir diesen neuen Modus haben, also nicht mehr im Pad, war ich nicht mehr unter den ersten zwei. Also ich müsste eigentlich mal wieder dran sein. Deswegen auch zu kulturellen, aktuellen Fragen hier fragen. So. Andreas? Ja, ich war erst einmal diese Legislatur. Okay, du hast sie denn fragen. So. Dann machen wir jetzt Approval Voting. Das ist ganz einfach. Ich habe noch eine Wortmeldung. Du möchtest noch begründen? Ja. Also begründe, warum? Ja, inhaltlich. Okay, gut. Es wird wieder eine Frage zum BER geben. Ich möchte diese Frage stellen, weil es
mich wahnsinnig aufregt, wie unfähig meine Kollegen von der Opposition sind, eine klare Frage zu diesem scheiß Flughafen zu stellen. So, gibt es von euch beiden noch? Phil möchte auch inhaltlich begründen. Danke. Ja, ich möchte dringend nachfragen, warum die Steuerfahndung den Tanzsportclub im Schlesiensaal belässt, aber das Theater Morgenstern rausschmeißen möchte. Das ist für uns eine ganz wichtige, essentielle kulturpolitische Frage, wo ich gerne auch mal eine gezielte Antwort drauf hätte. Ich habe eine Verständnisfrage. Die Steuerfahndung. Ja, die Steuerfahndung, die ist nämlich in das Rathaus Friedenau das ist eingezogen. Die Entscheidung der Steuerfahndung. Ja, und also die Frage würde ja dann an den Senat gestellt, ob dann der Finanzsenator wäre ganz interessant, das beantworten will oder der Kultursenator, das muss dann der Bürgermeister entscheiden. Okay, Andreas? Ihr habt eine Frage an unseren noch Verkehrssenator. VLB. Kann man so nicht sagen. Okay, aber ich sagte jetzt auch hier nicht. Gut. Dann braucht ihr jetzt nur euer blaues Bämmelchen. Wir machen das normale Approval-Voting-Verfahren. Das heißt, ihr könnt so oft euer Bämmelchen heben, wie ihr wollt. Wenn ihr nichts hebt, dann hebt ihr nichts. So, wer dafür ist, dass Martin seine Frage stellen darf, der hebt jetzt das Bämmelchen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wer dafür ist, dass... 9. Für mich? Ja, 9. Wer dafür ist, dass Phil seine Frage stellen darf, der hebt jetzt das Bämmelchen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wer dafür ist, dass Andreas seine Frage stellen darf, der hebt jetzt bitte sein Bämmelchen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. So, damit haben wir eine Reihenfolge und Andreas darf sich reindrücken. Martin fängt an, Phil ist die zweite und Andreas darf sich reindrücken. Schön, wie positiv du das formulierst. Wieso? Es gibt keine Verlierer, es gibt nur Gewinner. Außer ihr seid alle ganz besonders. Außer es geht wieder um Flüchtlinge und Chaya redet so lange, dass es keine Reindrückfragen mehr gibt. So, damit haben wir die Fragestunde auch durch. Kommen wir zu den Prioritäten. Prioritäten der Piraten, erstmal offen. Priorität der SPD wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein dringlicher Antrag zu irgendwas mit Haushalt. Keine Ahnung was, konnte er noch nicht sagen, wissen wir erst morgen. Wenn es irgendwas mit Haushalt ist, gehe ich erstmal davon aus, dass ich reden muss. Wenn es irgendwie was Spezielleres sein sollte, dann komme ich auf denjenigen zu, den es dann betreffen sollte. Da ich aber keine Ahnung habe, was es sein könnte und auch mehr als irgendwas mit Haushalt nicht über seine Lippen kam, irgendwas mit Haushalt. So, ich kann auch nicht sagen, wie viele Minuten ich dann später brauche, weil irgendwas mit Haushalt. CDU wird eventuell der Tagesordnungspunkt 23, das ist noch nicht so hundertprozentig klar, wir gehen mal davon aus, dass es Tagesordnungspunkt 23 wird, der Präsenztag verpflichtend als Fortbildungstag festlegen. Davor gehe ich aus, dass das der Herr Degius machen wird. Ich habe das noch nicht gelesen, aber ja. Ja, es geht um die Fortbildung der Lehrer. So, damit die einmal im Jahr sich irgendwo treffen und sich besaufen. Tagesordnungspunkt 3.4, die Priorität der Grünen wird der Tagesordnungspunkt 19 sein. Das ist S-Bahnfahren. Ich gehe mal davon aus, dass unser S-Bahn-politischer Sprecher, sondern verkehrspolitischer Sprecher, Andreas, Ende des Stillstands jetzt, S-Bahn-Ausschreibung neu starten, dazu reden wird. Er nickt, er wird dazu reden. Ich gehe davon aus, dass er sich auch mit Pavel da noch mal kurz schließt, weil er ist ja mittlerweile mit diesem ganzen Ausschreibungsscheiß und sonst was alles. Okay. So, dann die Priorität der Linken wird der Tagesordnungspunkt 7, der gemeinsame Antrag der Opposition von Piraten, Linken und Grünen, Stigmatisierung von Personen in polizeilichen Datenbanken beenden, der mehrheitlich gegen Grüne, Linke, Piraten mit neuer Überschrift und neuer Fassung angenommen worden ist, werden, ich gehe mal davon aus, dass der Herr Lauer dazu reden möchte und zur Stigmatisierung. Wir nennen jetzt Behinderte nicht mehr behindert, sondern speziell. Oder wie wäre das? Machst du dich gerade über... Nein, das war die Argumentation, die SPD doch gemacht hat. Wir nennen die jetzt nicht mehr irgendwie komisch, sondern wir nennen die jetzt einfach anders in diesen Datenbanken. Nicht mehr geisteskrank. Genau, wir nennen sie nicht mehr geisteskrank, sondern anders. Lauer. Also das ist halt absurd. Also man tauscht einfach das Wort aus, aber macht das Gleiche wie vorher. So, dann haben wir die Prioritäten durch.
und kommen zu Tagesordnungspunkt 4. Das ist das Gesetz zur Änderung des Kirchensteuergesetzes und des Kirchenaustrittsgesetzes. Das ist keine Beratung und geht erstmal an Kultur und an Haupt. Dann Tagesordnungspunkt 5, das ist Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Verfassungsschutz in Berlin, V-Leute abschaffen. Hier ist Beratungsvorbehalt von den Grünen angemeldet. Verfassungsschutz, V-Leute abschaffen. Herr Mayer, können Sie unsere Fraktion vertreten? Ja, ihr werdet euch wundern, aber ich, grundsätzlich arbeite ich, seit ich in diesem Ausschuss sitze, an der Abschaffung des V-Mann-Wesens mit, kleinen Fortschritten. Der Antrag sozusagen ist in der Sache her und von dem, was er streichen will, sagen, okay, allerdings kommt er, glaube ich, nicht aus Berlin, sondern es kommt aus der Bundesebene von den Bundesgrünen, weil eigentlich müsste man in Berlin als erstes die V-Leute beim Staatsschutz abschaffen, weil die hatten die ganzen NSU-Skandale insofern. Also das vermisse ich da auf jeden Fall deutlich drin. Und die Gründe, aus denen die abgeschafft werden sollen, dort halte ich auch für eher die schwächeren Gründe. Meiner Meinung nach ist der Hauptgrund, warum man das abschaffen muss, ist, weil es sich einfach mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht verträgt, das V-Mann-Wesen, und weil es nicht möglich ist, das gesetzlich irgendwie so zu verankern, dass es irgendwie funktioniert und trotzdem, FDGO-kompatibel ist. Aus dem Grund, so gehört das einfach abgeschafft, so was nicht geht. Martin, dann Oliver. Ich freue mich über deine klare Positionierung in dieser Hinsicht, weil sie sich auch mit meiner Meinung deckt. Ich wollte mal in die Runde fragen, ob es aufgrund der oder ob es im Sinne der Profilbildung der einzelnen Abgeordneten nicht an der Stelle vielleicht im Sinne der Fraktion ist, dass Oliver zu dem Thema redet. So, Oliver ist auf der Liste. Also ich freue mich, wenn du sagst, du kannst den Antrag auch befürworten mit Änderungen und so, da differenziert und klar dazu Stellung nehmen, finde ich auch gut. Ist halt so, dass wir haben halt einen Verfassungsschutz abschaffen politischen Sprecher in der Fraktion, der auch nicht im Ausschuss sitzt. Wie gesagt, ich wollte nochmal klar machen, ich kann deine Argumentation zu diesem, ich bin da im System drinne und ich habe da nicht die Aufgabe, das System kaputt zu machen, wegen dieses Ausschusses auch nachvollziehen. Im Sinne dieser Argumentation ist es vielleicht auch sinnvoll, wenn ausnahmsweise, wenn es darum geht, einzelne Mittel, die ihr ja im Ausschuss auch nutzt bzw. kontrolliert, abzuschaffen, wenn eben jemand von außerhalb des Ausschusses redet. Das würde ich einfach nur gerne zur Diskussion stellen. So, dann kann Pavel kurz vor. Ja. Also, wie gesagt, ich bin der Meinung, das fällt ganz klar in meinen Aufgabenbereich rein. Ich habe auch meiner Meinung nach, was das V-Mann-Wesen im Bereich des Verfassungsschutzausschusses angeht, bin ich eigentlich, glaube ich, ja, nicht nur recht gut informiert, sondern habe halt auch einige, nicht öffentliche Informationen dazu, wie es halt wirklich in der Praxis abläuft. Und wie gesagt, insofern, ja, plus wie gesagt, die Bestrebung, so das Ganze auch einfach auf juristischem Wege aus der Welt zu schaffen, bin ich immer noch dran. Insofern halte ich das für sinnvoll. Olli kann gerne, sollte sich dann lieber um die V-Leute beim Staatsschutz bitte kümmern, dass die wegkommen, weil die sind zudem das viel größere Problem und da hat er potenziell die Einblicke. Ja, und da gibt es Riesenunterschiede zwischen dem, wie es beim LKA geregelt ist und wie es beim Verfassungsschutz geregelt ist.
Insofern das vielleicht von meiner Seite aus. Olli? Ja, Martin, danke für den Vorschlag. Nach Pavels Ausführungen muss ich allerdings sagen, ist das ja jetzt gerade offensichtlich ganz gut bei ihm aufgehoben, weil wir da inhaltlich keine Differenzen haben. Allerdings mag ich noch mal darauf hinweisen, dass wir ja gar nicht wissen, ob die V-Personen vom Staatsschutz das größere Problem waren. Ich erinnere an den VS-Schredder-Skandal, wo wir ja auch nicht genau wissen, wie viele V-Personen da irgendwie, ohne jetzt eine Verschwörungstheorie spinnen zu wollen, aber wo zumindest eine gewisse Grundwahrscheinlichkeit besteht, dass da sehr wohl auch Informationen über V-Personen drin gewesen sind und entsprechende Verstrickungen. Also wir können es ja nicht ausschließen, dass die V-Personen des Verfassungsschutzes ähnlich problematisch sind wie die des polizeilichen Staatsschutzes in Berlin. Insofern gerne, vielleicht magst du es ja noch so in einem Nebensatz mit ansprechen, dass das ja wohl auch eine Begründung für die Annahme dieses Antrags wäre. So, Christopher? Achso, du hast zurückgezogen. Gut. Dann ist Pavel der Redner und ihr könnt euch ja bilateral abstimmen. Das müsst ihr jetzt nicht in der Fraktionssitzung machen, wie dann die einzelnen Punkte sind. So, Tagesordnungspunkt 6 ist die Wahl von 4 Personen des öffentlichen Lebens zu Mitgliedern des Rundfunkrates des Rundfunk Berlin-Brandenburgs. Dort ist für die Wahl vorgeschrieben das Deutsche Höchstzahlverfahren. Demnach hat die SPD 2, die CDU 1 und die Grünen 1. SPD wird Lange und Zimmermann vorschlagen, die CDU wird Goyni vorschlagen und die Grünen werden Gelbhaar vorschlagen. Ja, können wir uns verhalten, wie wir wollen. Ist eine normale Abstimmung, einmal Händchen heben oder nicht. So, Tagesordnungspunkt 7 ist die Priorität der Linken. Ups, sorry, tut mir leid. Tagesordnungspunkt 8 ist auf der Konsensliste, LGG einhalten, ist einstimmig mit allen Fraktionen für erledigt erklärt worden. Tagesordnungspunkt 9a ist unser Antrag, keine faule Scheinlösung, Gespräche mit den Refugees am Oranienplatz wieder aufnehmen, ist mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten abgelehnt. Und b, Wort halten, Flüchtlinge schützen, ist ein gemeinsamer Antrag von Grünen, Linken und Piraten, ist ebenfalls mehrheitlich Grüne, Linke und Piraten abgelehnt worden. Hier haben die Linken Beratungsvorbehalt angemeldet. Herr Reinhardt? Herr Reinhardt wird auch dazu reden und die bisherige Meinung, die wir dazu hatten, zum Oranienplatz auch weiterhin vertreten. Tagesordnungspunkt 10 ist die Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss für Arbeit, Integration, berufliche Bildung und Frauen zum Antrag Linke, Grüne und Piraten. Mindestlohn ausnahmslos, ist einstimmig mit allen Fraktionen für erledigt erklärt worden und steht auf der Konsensliste. Tagesordnungspunkt 11, Beschlussempfehlung des Ausschusses für Verfassung und Rechtsangelegenheiten zum Antrag der Piratenfraktion, Streichung des Paragraph 265a Absatz 1 Alt 3 Strafgesetzbuch, ist mehrheitlich gegen Linke und Piraten abgelehnt worden. Die Grünen sind Vollidioten. Und B, dann komme ich nämlich zu den Grünen, die haben nämlich den gleichen Antrag eingebracht und wieder mal abgeschrieben, Gleichbehandlung von Falschparken und Schwarzfahrern, mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten, wir können über unseren Schatten springen und bei sowas dann mitstimmen, auch mit geändertem Berichtsdatum 31.03.2015 abgelehnt worden. Hier haben die Piraten Beratungsvorbehalt angemeldet. Ich gehe davon aus, dass Simon Weiß dazu auch noch einmal das erläutern wird. So, 12 Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss IT-DAT zum Antrag Grüne, ein gemeinsames IT-Nachnutzungs- und IT-Recycling-Konzept für das Land Berlin ist vertagt worden. Tagesordnungspunkt 13, vertagt. Das weiß man ja nie so genau. Sie vertagen ja manchmal auch und reden dann trotzdem nicht drüber. Tagesordnungspunkt 13, oder ziehen dann einen Antrag zurück. Tagesordnungspunkt 13, Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss für Wirtschaft, Forschung und Technologien zum Antrag Grüne Monitoring der Berliner Entwicklungspolitik ist mehrheitlich gegen Grüne Linke bei Enthaltung Piraten auch mit geändertem Berichtsdatum abgelehnt worden. So, da gucke ich mal. Frage wegen. Genau, das war meine Frage. Da gucke ich nämlich in die Wirtschaftsecke. Wer von euch macht das und warum enthalten wir uns? Ja, ich meine, der Antrag ist aus meiner Sicht jetzt von der Sorte Bürokratieaufbau und da soll halt, ich meine, also Berliner Entwicklungspolitik ist ohnehin, ich weiß nicht, wer hier irgendwie über die Aktivitäten der Berliner Entwicklungspolitik so
im Bilde ist, aber die führt ohnehin so einen Schattendasein. Und dort nochmal, das war für mich der Grund, warum wir uns enthalten haben, dort nochmal, ich sag mal, ein Monitoring einzuführen, also sozusagen da nochmal zu untersuchen und zu berichten und so, das schien einfach unverhältnismäßig, zumal die Aktivitäten, also ja, da jetzt keinen Sinn dran gesehen, noch einen Bericht zu produzieren über Entwicklungspolitik, der dann sowieso ohne irgendwelche Konsequenzen am Ende des Tages bleiben wird. Das war, ich sag mal, der Hintergrund für die Enthaltung an der Stelle. Und aber auch jetzt, wie gesagt, haben ja gut, ja, also es war jetzt auch nicht so ein schlimmer Affront, dass wir gesagt hätten, irgendwie, da müssen wir jetzt unbedingt dagegen sein, aber es war jetzt auch nicht unterstützungswürdig in meinen Augen, sinnlos Geld für Berichte im Bereich der Entwicklungspolitik auszugeben. Gut, danke. Dann ist Pavel auch der Redner. Und Tagesordnungspunkt 14, Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss für Innere Sicherheit und Ordnung zum Antrag der Piraten und der Linken. Drogenprävention stärken, Untersuchungsergebnisse des LKA für Akteure der Suchthilfe nutzbar machen, ist mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten auch mit geändertem Berichtsdatum abgelehnt worden. Wer wird dazu reden? Wortmeldung von Simon Kowalewski. Warte mal. Da nur zur Info, das darf ich nicht in den Stream sagen, sonst kriege ich viel Ärger. Wortmeldung von Martin, dann eine Wortmeldung von Christopher. Also erstens halte ich das nicht für einen generischen Drogenantrag, sondern für einen Grundrechte-Ermittlungstechnik-Rechts- und Justizantrag. Und zweitens bin ich darum gebeten worden, nochmal darauf hinzuweisen, dass nicht Simon dazu reden soll. Um das so deutlich zu sagen. Meiner Meinung nach ist das eigentlich das richtige Thema für Simon. Es kommt jetzt aus dem Innenausschuss, aber da müsstet ihr euch mal drum kümmern. Meiner Meinung nach geht es halt, wie gesagt, da nicht vornehmlich um Drogen, sondern um Kriminalitätsbekämpfung bzw. Datenweitergabe. Wortmeldung von Christopher, dann von Simon Kowalewski. Ich kann mal kurz erklären, worum es da geht. Wir hatten im Gesundheitsausschuss eine Anhörung zum Thema Drug-Checking. Drug-Checking, das sind diese Initiativen, die sich auch mal mit dem Bus vor einen Club stellen. Und dann können die da vor Ort auch untersuchen, was in dem Zeug drin ist. Und dann sagen die sowas wie, nimm das mal besser nicht, da ist zu viel Scheiße drin in deinem Speed. So. Innerhalb dieser Diskussion sagten die Vertreterinnen und Vertreter diverser Drug-Checking-Initiativen, die wir dort angehört haben, Mensch, das Kriminalamt in Berlin beschlagnahmt die ganze Zeit den Stoff und analysiert das. Müssen die auch, weil wenn du irgendwie 100 Kilo weißes Pulver findest, musst du halt erstmal gucken, was das ist. Und das LKA analysiert das, gibt aber die Daten dieser Analyse, also was da in diesem Stoff drin ist, nicht an die entsprechenden Drug-Checking-Initiativen weiter, die gegebenenfalls auch die Leute, die da, weiß ich nicht, regelmäßig ihr Heroin, also geht da auch explizit um stärkere Drogen, als jetzt, ob da jetzt das Haschisch irgendwie gestreckt ist, dass die diese Informationen nicht weitergeben und damit dann natürlich eine potenzielle Gesundheitsgefahr für Drogenkonsumentinnen und Konsumenten entsteht. Dann haben wir zur Linken gesagt,
beziehungsweise Klaus Lederer, glaube ich, zu mir oder ich zu ihm, ja Mensch, dann lass uns doch mal einen Antrag stellen, dass der LKA quasi die Daten rübergeben soll. Da war der Typ vom LKA auch im Gesundheitsausschuss, war sehr interessant. Er hat halt erzählt, es würde ihn einen Mausklick kosten. Ich versuche das, den Eindruck macht ihr beiden nicht. Ja, das berät das doch mit ihm, wenn ich fertig bin. Der Punkt ist halt der, das kostet den Typen vom LKA eigentlich einen Mausklick, jetzt redet der doch weiter, das kostet den einen Mausklick, da auf den Knopf zu drücken und dann die Ergebnisse weiterzuleiten. Macht er aber nicht, weil es halt nicht vorgesehen ist. Da haben wir halt gesagt, ja, mach das doch. Dann haben die halt gesagt so, nö. Und die einzige Verbesserung, die jetzt stattgefunden hat, ist, es gibt irgendwie vom LKA einmal im Jahr so einen Drogenbericht, der ist aber anscheinend intern. Und die zwei Seiten, die für die Drug-Checking-Initiativen relevant sind, werden weitergegeben. Jetzt an diese Drug-Checking-Initiativen. Was aber total schnulli ist, weil was interessiert da die Drug-Checking-Initiativen, ob letztes Jahr im Januar mal irgendwie schlechtes Heroin auf dem Markt war. So, das heißt, die Forderung läuft da leer und es hat auch keine Änderung stattgefunden. Ich persönlich würde ja vorschlagen, gar nicht dazu zu reden, weil wir ja auch nur begrenzte Zugriffe irgendwie haben und wenn wir vielleicht noch mehr Themen drauf haben, haben wir nicht signalisiert mehr gerade. Was? Ach, die Linken machen es auf. Ja gut, ja, dann kann man dazu reden. Ja, aber wie gesagt, es ist halt ein Thema, das zwischen Innenpolitik und Gesundheitspolitik, sage ich mal, liegt. Und es ist halt leider so ein bisschen ins Leere gelaufen, weil ja, die sich nicht dazu durchringen können, diese Ergebnisse zu schicken. Das ist insofern bizarr, als die Leute von den Drug-Checking-Initiativen gesagt haben, das Problem ist auch, dass es überhaupt keine, also die sagen, die haben da auch Konsumentinnen und Konsumenten harter Drogen, die da, weiß ich nicht, Heroin hinbringen und dann sagen die, nee, nimm das lieber nicht, da ist sonst was drin. Und dann sagen die, naja, ich würde den Dealer jetzt eigentlich schon ganz gerne anzeigen, wenn der mir so eine Scheiße verkauft. So. Die scheuen aber natürlich den Weg zum LKA oder zur Polizei, weil dann bisher direkt so, führt also nochmal diesen ganzen Irrsinn auch vor Augen, dass es da überhaupt keine kommunizierenden Röhren quasi gibt zwischen den Konsumentinnen und Betroffenen von, sag ich mal, krankhaften Drogenkonsum und dem LKA, das natürlich möglicherweise auch daran interessiert wäre, einen tieferen Einblick in diese Strukturen zu bekommen. Das kam halt am Rande dieser ganzen Beratung, auch dieses Antrags nochmal schön raus, wurde dann aber abgelehnt. So, ja, das ist also zur Genese dieses Antrags. Simon Weiß hat zurückgezogen, Simon Kowalewski. Ja, das mit dem Drug-Checking. Das ist ja einer der Punkte, der ja sogar in dem Koalitionsvertrag steht, den wir auch versucht haben einzufordern. Ich habe ja schon zweimal zu Haushaltsverhandlungen entsprechende Anträge auch eingebracht, dass doch mal eine Drug-Checking-Initiative wieder entsteht. Seit den Verfahren um Eve and Rave, die das ja in den 90ern schon gemacht haben, wissen wir, dass das in Berlin höchstrichterlich anerkannt auch okay wäre und machbar wäre, aber dafür ist kein Geld da und deswegen gibt es kein Drug-Checking, außer natürlich beim LKA. Die machen das natürlich aufgrund ihrer Aufgaben und leider gibt es da eben die Ergebnisse nicht für die Szene, die da damit arbeiten kann. Also wie zum Beispiel der Hans Cousteau, der selber sozusagen Guerilla-Drug-Checking macht, könnt ihn auf Goa-Partys in Berlin treffen und der halt wirklich echt gut mit diesen Daten arbeiten könnte. Und
Jetzt gerade hatten wir ja noch die Frau Köhler-Azara, die im City-Interview zu genau diesem Thema, wie sauber ist Berlins Stoff, war in der letzten Ausgabe, gesagt hat, ja, wer Drogen nimmt, wenn da sich irgendwelche tödlichen, krebserregenden oder sonst wie fiesen Substanzen reinpfeift, soll man halt einfach keine illegalen Drogen nehmen. Also ich denke, es ist ein Thema, wo man auf jeden Fall nochmal auf den Tisch hauen muss, dass das LKA hier tatsächlich durch Unterlassung Leute gesundheitlich gefährdet. Und ja, ich würde das auch tatsächlich gerne machen, weil ich ja auch drogenpolitischer Sprecher bin und deswegen auch diese ganze Diskussion um das Drug-Checking jetzt schon ausreichend mit bespielt und verfolgt habe und sehe das jetzt auch nicht als irgendein Thema, was mit Justiz oder Strafverfolgung zu tun hat, weil es halt einfach nur darum geht, die Daten, die beim LKA rumliegen, die da erhoben werden, einfach der Szene zur Verfügung zu stellen. So, bleibt ihr beide bei euren Redebeiträgen? Ihr müsst Entscheidungen treffen. Will ich dazu reden, ja oder nein? Das hier ist eine live-gestreamte Fernsehsitzung. Eine kryptische Aussage unseres Fraktionsvorsitzenden, nicht so ganz verstanden und wurde auch im Vorfeld Das heißt, ich kann damit jetzt auch nichts anfangen. Da willst du denn zu reden oder nicht? Wie energisch ich jetzt um den Fraktionsfrieden zu wahren, wäre es gut. Was? Wenn du redest. So, aber der Delius will irgendwas sagen. Ehrlich gesagt habe ich das ein bisschen, mit was anderem verwechselt. Das ist aber die Richtung hier natürlich nichts Justiz- und Rechtspolitisches, aber die Richtung geht ja in dieselbe Richtung. Ich habe jetzt verstanden, dass dieser Antrag im Gesundheitsausschuss von unserem gesundheitspolitischen Sprecher zusammen und im Innenausschuss wahrscheinlich, das steht ja auch da, auch von unserem innenpolitischen Sprecher vertreten worden ist. Zufällig ist es eine und dieselbe Person, die wahrscheinlich auch unter diesem Antrag steht, den sie zusammen mit den Linken eingebracht hat. Wer steht da drunter? Simon steht drunter. Gut, ja, aber ich meine, Entschuldigung, ganz im Ernst, Christopher hat im Gesundheitsausschuss da offensichtlich drüber geredet, sich mit Klaus Lederer darüber unterhalten, hatte dazu eine Anhörung und hat im Innenausschuss höchstwahrscheinlich auch dazu geredet, oder warst du da in Vertretung von Christopher da? Im Gesundheitsausschuss, wo wir das Drug-Checking die Anhörung gemacht haben, hatte ich dich, glaube ich, vertreten, Christopher, oder? Hat sich jetzt gerade nicht so angehört. Ich sehe jetzt jedenfalls keinen Grund, warum Christopher dazu nicht reden sollte, wenn die Fraktion sich da anders entscheidet und Christopher keine Lust hat, dazu zu reden. Dann redet halt Simon. Es ist mir an sich egal. Es geht nur darum, dass es irgendwie konsistent ist. Ja, es scheint Leute in dieser Fraktion zu geben, die sich mehr für dieses Thema interessieren, als die Leute, die sich um dieses Thema gekümmert haben. Also, was eine interessante Kombination ist. Lieber Martin, lieber mein Fraktionsvorsitzender, mich interessieren alle Themen, ja, die diese Fraktion behandelt. Auch das Thema mit der Pferdekutsche, was heute in der BZ war, was mich vielleicht augenscheinlich nicht so sehr interessiert, aber es interessiert mich auch. Ja. Dieser Antrag interessiert mich auch. Ja, und natürlich rede ich gerne dazu. Ja, hast du ja gemerkt, ich kann ja aus dem Stegreif an der roten Ampel sofort alles zu dem Thema sagen. Also, du willst? Ja, ich will, mein lieber Martin, ich will so. Ich habe jetzt noch einen Punkt, der das sogar irgendwie untermauern würde. Christopher, er wäre der letzte Redner. In der Mitte. Das muss ich den Stimmen schon wieder ausmachen, machen ja quasi diese komischen da wieder irgendwas anderes, um wieder was mit diesem komischen Park zu vermischen. Das heißt, wir können es dann auch gleich darauf eingehen, was die Grünen da im Prinzip mit ihrem Ding aufmachen, weil die wollen das ja quasi in diese Polizeiecke richtig mit reinziehen. Da könnte man im Zweifelsfall da so Sachen sagen, die im Zweifelsfall gegen die Grünen sind. Wir sind ja eh gerade gegen die Grünen. Genau. So, ich nicht verstanden. Mann, die Grünen machen irgendwas mit Girly-Scheiße und es wäre sinnvoll, wenn Christopher Geich im Zweifelsfalle auf dieser Girly-Scheiße einprügeln würde. Jetzt hat mal wieder so einen Ton ausfallen.
Ja, so Wortmeldung von Simon Kowalewski. Das ist die Aufzeichnung. Ja, also wenn ich die Grünen wäre, würde ich das Thema Görli nicht unbedingt zum aktuellen Zeitpunkt aufmachen, aber der Punkt ist halt, dass ich irgendwie seit dieser Idee im Görli einen Coffeeshop aufzumachen in diesem Thema absolut drin bin. Ich habe mich sogar auf grüne Bezirkstreffen herumgetrieben, um da irgendwie im Gespräch zu bleiben. Und nein, natürlich geht es nicht um die Coffeeshops, aber Entschuldigung, diese ganze Situation im Görli, das ist mein Thema. Quasi mit diesen Sicherheitsmachen, was die jetzt auch schon machen. Das ist rein Polizei, was die machen. Es ist nicht rein Polizei. Dieses Thema ist nicht rein Polizei und es ist auch durch Polizei nicht zu lösen. Nein, es geht nicht darum, das Problem zu lösen, es geht nicht darum, das Denken. Ja, und wenn die Grünen was Falsches denken, dann glaube ich, bin ich derjenige, der das am besten irgendwie entsprechend kommentieren kann. Also erstens hat sich, glaube ich, der Kollege Meyer, nee, nicht, okay. Hätte mich nur gemeldet, um den Dialog zu unterbrechen. Es tut mir, danke Pavel, danke, das ist total sinnvoll. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich diese Diskussion aufgemacht habe. Wirklich, es ist mir ein Anliegen, mich zu entschuldigen. Ich halte es für völlig bescheuert, zu diesem Antrag den drogenpolitischen Sprecher zu reden, reden zu lassen, insbesondere wenn die Grünen sowas machen wie Görli, Polizei und bla. Und es wird wahrscheinlich sowieso Benelux dazu reden wird. Also lass es bitte Christopher machen, im Zweifel stimmen wir ab und wenn ihr nicht abstimmen wollt, dann entscheiden wir das. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Ich habe das jetzt beschlossen, die Rede. Wir kommen jetzt. So, Simon wird reden, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Ihr braucht euer blaues und euer orangenes Bämmelchen. Das blaue Bämmelchen ist für Simon Kowalewski, das orangene Bämmelchen ist für Christopher Lauer. Wer möchte, dass Simon Kowalewski redet, hebt das blaue Bämmelchen. Wer möchte, dass Christopher redet, hebt das orangene Bämmelchen. So, 1, 2, 3, 4, 5 für Simon Kowalewski und 1, 2, 3, 4, 5 für. Ihr seid doch Penner. Wir kommen zur Stichwahl. Ihr braucht wieder das blaue und das orangene Bämmelchen. Wir haben einen Gleichstand. Ist gelost. Ja, komm noch mal. Leute, bei zweimaliger Stichwahl kommen wir zur Losung. Jetzt kommen wir nochmal zur Abstimmung. Das blaue Bämmelchen für Simon Kowalewski, das orangene Bämmelchen für Christopher Lauer. Ich bitte um Abstimmung. Es sind 1, 2, 3, 4 für Simon Kowalewski und 1, 2, 3, 4, 5, 6 für Christopher Lauer. So, damit wird Christopher Lauer dazu reden. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 15. Berlin wird Fahrradstadt. Berlin braucht ein Fahrradstraßennetz. Vertagt. Tagesordnungspunkt 16 ist auf der Konsensliste Stärken des Pferdesports in Berlin und Umgebung. Ist einstimmig bei Enthaltung Grüne, Linke und Piraten auch mit geändertem Berichtsdatum angenommen worden. Warum haben wir uns da enthalten? Das ist das Ähnliche, wie der Pavel auch schon gesagt hat. Es ändert nichts am Pferdesport irgendwie sinnvollerweise und es ist total bescheuert, als Land Berlin irgendwie diesen Pferdesport in einer Stadt ausbauen zu wollen, sondern wir sind ja eigentlich mit unseren Anträgen, die wir haben, sogar dafür, dass quasi das nach Brandenburg verlagert wird, wo es viel sinnvoller ist, weil da so viele freie Flächen sind in diesem schönen Brandenburg und da so ist es viel sinnvoller. Zum Beispiel auch, ja. So, Tagesordnungspunkt 16 steht auf der Konsensliste. Tagesordnungspunkt 16a ist die Drucksache 17/1975. Nein, ist nicht, ist auf der Konsensliste. Ist die Funkzellenabfrage, die dringliche Beschlussempfehlung aus dem Rechtsausschuss zum Antrag der Piratenfraktion, Einführung einer Erhebungsmatrix für Funkzellenabfragen, bessere statistische Erfassung von Daten für echte parlamentarische Kontrolle. Ich gehe mal davon aus, wenn wir dazu reden, dann ist Simon oder Christopher, habt ihr euch schon abgesprochen, wer es von euch beiden macht? Nee, wir hatten jetzt gesagt, dass wir gar nicht dazu reden. Ihr wollt gar nicht dazu reden? Ja. Okay, dann machen wir das ohne Beratung. Ist ja auch einstimmig bei SPD, CDU, Grüne und Piraten bei Enthaltung Linke angenommen worden. Genau, es wurde auch schon berichtet, als wäre es schon beschlossen worden. So, Tagesordnungspunkt 17 ist die Zusammenstellung der vom Senat vorgelegten Rechtsverordnungen. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 18. A, keine Pferdefuhrwerke mehr in Berlins Innenstadt und B, von den Piraten Verbot von Ständerhaltung von Pferden in Berlin. Beratung und wenn dann beraten wird, ist
Phil, unser Redner, und wird dafür argumentieren, warum die Stärkung des Pferdesports in Berlin nicht sinnvoll ist. So, Tagesordnungspunkt 19 ist die Priorität der Grünen. Dann Tagesordnungspunkt 20, Antrag der Grünen, Vorbereitung auf die E-Akte, Einführung eines einheitlichen, vollständigen Aktenplans. Ist zurzeit auf Beratungsvorbehalt, soll überwiesen werden an ITDAT. Ich gehe davon aus, dass unser E-Aktenpolitischer Sprecher Simon Weiß dazu reden wird. Simon Weiß wird dazu reden. Elektronische Fachverfahren, politischer Sprecher, bitte. Okay. Daten-Nerd. 21. Antrag die Grüne, Schulsanierung anpacken und zwar sofort, ist Beratungsvorbehalt, wird überwiesen an Bildung, Jugend und Familie und an den Hauptausschuss. Ich gehe mal davon aus, dass sich um die Schulsanierung und die herunterfallenden Fensterchen der Was bitte? Schulsanierung anpacken und zwar sofort. Ist zurzeit auf Beratungsvorbehalt. Martin wird dazu reden. Tagesordnungspunkt 22, A, B, C, alles Anträge von den Grünen zu Kita 1, 2 und 3, wird überwiesen an Bild-Juk-Fam, Beratungsvorbehalt. Ich gehe auch davon aus, dass, wenn das aufgemacht wird, der Martin dazu reden wird. Nee, warte mal. Was? Kita 1, Kita 2, nee, Kita 3. Ich werde nicht zu Kita reden, vergiss es. Susanne. Aber Susanne wird nicht da sein. Ja, dann muss der Kowalewski dazu reden. Dann muss der Simon Kowalewski dazu reden, der ja die Susanne auch schon mal vertreten hat und das eigentlich ganz gut hingekriegt hat. Nee, aber ja. Ich dachte, dass du deine Kritik an Martin Wörter nicht verwendet hast. Aber Heiko, bist du sicher, dass Susanne nicht da ist? Sie hat mir gesagt, wenn sie reden hat. So, okay, wir tragen. Gut, wir spekulieren nicht, sondern wir tragen da erstmal Susanne ein. Wir klären mit Susanne, ob sie kommt. Wenn Susanne nicht kommt, suchen wir einen jemanden, der dazu passend ist und genau. Den da drauf setzt. Genau, und im Zweifel macht das, möchte ich auch gerne nochmal für alle Zukunft bekannt geben. Ich habe neben den Kleinigkeiten, die ich sonst so zu tun habe, keine Zeit mehr, mich noch in das Kita-Thema fundiert einzuarbeiten. Das kriegt im Zweifel Simon Kowalewski besser hin, insofern, ja. Ne? Mhm. So, dann Tagesordnungspunkt 23, Antrag SPD und CDU ist Priorität der CDU mit großer Wahrscheinlichkeit, haben wir schon vorhin geklärt, Martin wird reden. Tagesordnungspunkt 24, die Grünen, die anonyme und anzeigenunabhängige Spurensicherung endlich auch in Berlin einführen, wird mit großer Wahrscheinlichkeit vorne bei der Aktuellen Stunde, haben wir auch schon geklärt. Tagesordnungspunkt 25 ist Antrag der Piraten, Lücken im Pfandkreislauf schließen, Pfandgelder für die ganze Stadt ist auf Beratung, anstatt und dann um und wird Phil dann dazu reden, wenn wir dazu das gleich so beschließen. Tagesordnungspunkt 26, Änderung der Rechtsform der Berlin Wasser Holding Aktiengesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ist erstmal ohne Beratung und geht direkt in den Hauptausschuss und dann können wir uns darüber unterhalten mit dem zukünftigen Finanzsenator, ob das eine sinnvolle Umstrukturierung ist oder keine sinnvolle Umstrukturierung ist. Dann Tagesordnungspunkt 27, Zuschussvertrag zwischen dem Land Berlin und der Stiftung Oper in Berlin, geht erstmal an Kult und an Haupt ohne Beratung, bevor wir dann in der Beschlussempfehlung darüber reden werden. So, damit sind wir, was die Tagesordnung angeht, einmal komplett durch und wir kommen zu den Beratungswünschen. Wer möchte denn Punkte gerne beraten, von denen wie wir jetzt alle auf Beratungsvorbehalt angemeldet haben? Das sind zurzeit, ich lese es nochmal vor, zurzeit haben wir die Bundesratsinitiative auf Beratungsvorbehalt. Wir haben die Pferdchen auf Beratungsvorbehalt. Wir haben den Pfandkreislauf auf Beratungsvorbehalt. Genau, das haben wir auf Beratungsvorbehalt. Und ich würde theoretisch auch noch den Oranienplatz auf Beratungsvorbehalt machen, wenn die Linken nämlich noch abspringen, was theoretisch möglich ist, was du mir vorhin gesagt hast, dass sie möglicherweise was anderes noch aufmachen wollen, den ebenfalls mit draufsetzen wollen, weil ich das für sinnvoll halte. Wir können drei sowieso nur aufmachen und eins davon Prio, das heißt, wir müssen jetzt hier rauslosen, wer hinten runterfällt. So, gibt es Wortmeldungen zu Pro und Contra, weil ich gehe dann nämlich in die Abstimmung und lasse dann quasi mit Approval Voting die vier zu Beratungsvorbehalt anmelden. So, Wortmeldung Martin. Ich finde das jetzt nicht so praktisch, da Approval Voting zu machen. Ich finde es viel toller, wenn wir uns darüber unterhalten, was denn sinnvoll ist. Zum das einen, können wir jetzt machen. Ja, will ich ja jetzt auch machen. Zum einen, Pferdchen laufen gut, Pferdchen sollten unbedingt beraten werden. Ich hätte gerne eine Pferdchen-Priorität.
wird eher eine Pferdesitzung werden. Ja, Politikmarketing, dafür habt ihr mich gewählt. Das stand in meinem Konzeptpapier zu meiner Wahl. So, das zweite ist Pfandkörbe. Ich möchte Pfandkörbe haben. Ich möchte auch, dass Phil darüber redet. Das Pfandkörbe sind gut. Pfandkörbe kann man einfach erklären. nee, also auch das ist ein Antrag von uns und wir sollten das auch machen, unsere Anträge zu beraten. Das heißt, die Entscheidung, die wir zu treffen haben, wäre meiner Meinung nach, ob wir jetzt die Bundesratsinitiative, was war es nochmal? Schwarzfahren. Also nochmal über Schwarzfahren reden wollen oder nochmal über den Oranienplatz im Zweifel reden wollen. Ich bin da relativ leidenschaftslos. Ich habe nur festgestellt, dass in der jüngeren Vergangenheit das Thema Schwarzfahren leider nicht mehr so ein Aufregerthema war wie in der weniger jüngeren Vergangenheit, wohingegen das Thema Oranienplatz sicherlich auch wieder zu Aufregungen führen wird. Das spricht jetzt nicht, wenn ich gerade merke, wenn ich rekapituliere, was ich gerade gesagt habe, spricht das jetzt auch nicht unbedingt für den Oranienplatz. Insofern bitte ich euch, darüber abzustimmen, ob Oranienplatz oder Schwarzfahren und unsere beiden Antragsrederunden einfach als gesetzt zu belassen. Danke. Ich nehme mich gleich ran. Ein Argument, was für den Oranienplatz sprechen würde, ist, dass aus dem Hauptausschuss mit großer Wahrscheinlichkeit der Antrag von Linken, Grünen und Piraten menschenwürdige Unterbringung von Flüchtlingen einstimmig mit SPD und CDU bei Enthaltung Grünen und Linken und Piraten mit auf die Tagesordnung kommt und dann quasi damit zugezogen werden kann und dementsprechend dann wir quasi ein ganzes Dreierpaket, nicht nur um Oranienplatz, sondern dann halt auch automatisch die menschenwürdige Unterbringung von Flüchtlingen mit auftauchen und dann nämlich das eins der aktuellsten Themen überhaupt auch wieder aufmachen könnten. Also das kommt aus dem Hauptausschuss, das haben wir am Mittwoch drauf und ist nämlich auch, weil wir die Anhörung auch vorher zum Lageso auch noch mit drauf haben, das ist dieses gesamte Paket zu den Containern, Dörfern, wo auch unsere Fragen und all sowas dann mit drin stehen. Das heißt, das haben wir auch schon im Ältestenrat auch schon angesprochen. Ich gehe auch davon aus, dass die SPD und CDU dann eine Verbindung der Punkte, weil die alle zusammenpassen, da nicht widersprechen wird. So, dann Wortmeldung Simon Weiß, danach Phil. Ja, ich kann damit leben, nicht nochmal über den Antrag zu reden. Wir haben schon mal prominent im Plenum darüber geredet und der ist zwar schon alt, aber erst vor noch nicht so langer Zeit waren wir erst mit dem Thema, zufälligerweise, in der Presse. Insofern kann ich damit leben, wenn ich da jetzt nicht nochmal drüber rede im Plenum. Mal gucken. Phil. Ich finde es auch sehr gut, dass wir das Thema Tierschutz, was ja bei uns im Grundsatzprogramm steht, mal etwas prominenter in die Öffentlichkeit kriegen. Und deswegen würde ich auch dafür plädieren, den zur Priorität für uns zu machen. Pavel. Ich bin anderer Meinung als meine beiden Vorredner. Ich bin meine drei Vorredner sogar, aber ich Meinung bin, das mit dem Schwarzfahren kann man nie oft genug wiederholen. bis es halt klappt. Und mein Eindruck war, dass es sogar, dass kürzlich auch wieder durchaus das Thema in der Presse war, in verschiedenen Kontexten, ja, auch andere. Deswegen habe ich das Gefühl, das ist schon so ein zentraler Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass wir Fortschritte machen, dass man da noch ruhig nochmal wieder in die Kerbe hauen könnte. Aber meine Meinung. Ich bin dann auch gleich dran. Also vor dem Hintergrund, dass da noch was aus dem Hauptausschuss kommt zu Flüchtlingen, was irgendwie gemeinsame Oppositionssache ist, würde ich jetzt auch eher sagen Flüchtlinge. So, ich kann aber auch Pavels Argumentation sehr gut nachvollziehen und würde mich der auch anschließen, weil Schwarzfahren ist halt wichtig, ja, auch für die Gesellschaft. Und wir sollten unbedingt dafür sorgen, dass Schwarzfahren nicht weiter kriminalisiert wird.
ich bleibe bei meinem Appell. Unsere Anträge, also die, die wir jetzt hier in erster Lesung drauf haben, die drei Stück, die zwei Rederunden nicht zur Abstimmung zu stellen und eher sich über die Frage, ob wir den Linken beispringen, Flüchtlingen und der schwarz-fahren Bundesratsinitiative abstimmen zu lassen. Simon. So. Simon. Danke für die einleitenden Worte, Heiko. Ja, es freut mich natürlich, dass der Antrag auf so positive Resonanz stößt. Also Vorschlag, wenn jetzt nicht klar ist, ob die, also wenn ich das verstehe, ist jetzt gar nicht klar, ob wir über alles vier reden können oder nur über drei davon, weil wir noch nicht wissen, ob die Linken das auf Beratung setzen. Mit dem Oranienplatz. Mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr. Sonst hätte ich jetzt, einmal mein Vorschlag quasi so gewesen, wir gucken halt, ob sie es auf Beratung setzen oder nicht. Und ja, du, je spontan nachdem, reagieren tue ich sowieso dann. Also wenn die Grünen, also wenn die Linken das jetzt doch noch machen sollten, dann ist das, darüber müssen wir auch gar nicht reden, über was wäre sonst was alles. Ja gut, stimmt. Ja. Also wir müssen halt nur darüber reden, dass wenn es halt nicht passiert, ja, was machen Hauptsache, wir dann? Hauptsache, wenn sowas passiert, dass du mir dann sofort Bescheid sagst, dass ja, ich direkt schreibe. Gut. Schreibst du euch gerne reden. So, dann machen wir einfach stinknormal schnell Approval hintereinander. Wir können abstimmen über Pferdchen, über Pfandkörbe, Flüchtlinge und Schwarzfahren. Wir machen das einfach und so, ihr braucht nur euer Blaubändelchen. Wer dafür ist, dass wir über die Pferde reden, der hebe bitte das Blaubändelchen. Ich sehe, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 für 9 für Pferde. Ich vergesse immer die Delegation. Es wäre alles viel einfacher, wenn wir nicht... Wer zu Pfandkörben sprechen will, der hebe jetzt bitte das Bömmelchen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zu Pfandkörben. Wer zu den Flüchtlingen reden möchte, der hebe bitte jetzt das Bömmelchen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wer zu Schwarzfahren berichten möchte, der hebe bitte jetzt das Bömmelchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, damit ist Schwarzfahren schon mal automatisch weg. Und jetzt müssen wir zwischen Pferdchen, Pfandkörben und Flüchtlingen noch die Priorität festlegen. Nein, die Priorität haben wir noch gar nicht diskutiert. Nein, wir haben jetzt drei, die offen sind. Die sind automatisch offen, da ist auch keine Reihenfolge entscheidend. Das ist völlig irrelevant, welche Reihenfolge die haben, weil die haben nämlich die Reihenfolge auf der Tagesordnung. Ja, was haben wir gesagt, wir müssen jetzt aber reden, was wir zu kriegen. Das haben wir doch gerade schon gemacht, wir haben uns doch schon gerade ausgetauscht. Ich dachte, okay, wenn ihr... Also Martin hat Pferde vorgeschlagen. Ich habe keine andere Wortmeldungen von Prioritäten vorgesehen. Gibt es denn andere... Also Simon, Alexander Spieß schlägt Pfandkörbe vor. Alexander Spieß schlägt Pfandkörbe vor. Martin hat Pferde vorgeschlagen. Dann stimmen wir jetzt zwischen den Pferden und den Pfandkörben ab. Für die Pferde nehmen wir blau, für die Pfandkörbe nehmen wir rot. Martin hat immer noch weiteren Redebedarf. Ich weiß nicht, warum du jetzt noch reden wolltest. Du wolltest es eben gerade beenden. Also Martin darf reden. Viel Spaß. Nö, Martin hat... Martin wollte schnell. Ich gleite einfach. Es ist wirklich nicht einfach. So, ja. Es ist meiner Meinung nach sinnvoll, entweder über die Pferdchen zu reden oder aber über, wie jetzt auch das Abstimmungsergebnis gezeigt hat, wenn wir den Flüchtlingen beispringen, über den gemeinsamen Flüchtlingsantrag, die Anträge, die da in dieser Rederunde draufstehen. Weil da ja auch einer aus dem Hauptausschuss wiederkommt. Das sind die beiden Vorschläge, die ich mir sinnvollerweise vorstellen kann. Alexander Spieß hat gerade noch eingeworfen, dass man auch über die Pfandkörbe reden könnte. Das kann man sicherlich auch tun. Ich wollte noch mal sagen, dass es meiner Meinung nach zwei sinnvolle Möglichkeiten für diese Fraktion gibt, ihre Priorität zu gestalten. Das ist entweder die Pferdeanträge, weil die schon Aufmerksamkeit haben, oder das Flüchtlingsthema, um gemeinsam mit den Oppositionsfraktionen in der allerersten Priorität über dieses wichtige, stadtrelevante Thema noch einmal zu reden und auch den gemeinsamen Antrag und das, was mit dem gemeinsamen Antrag durch die Koalition passiert ist, zu thematisieren. Wenn Fabi da jetzt sagt, das ist völlig unnötig, dann habe ich mich da geirrt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sinnvoll ist, das auch nochmal zu tun. So, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann stimmen wir jetzt zwischen den Pfandkörben und den Pferden ab.
Wer für die Pferde ist, das ist jetzt nicht der Vorschlag gewesen. Bisher hat mir jemand gesagt, dass Pferde und Pfandkörbe zur Vorabstimmung sind. Wenn Martin Delius jetzt die Flüchtlinge auch noch zur Priorität vorschlagen möchte, dann ein Kopfnicken. Das habe ich doch gerade getan. Gut, dann stimmen wir jetzt zwischen Pferde, Pfandkörben und Flüchtlingen ab. Wer für Pferdchen ist, der hebt bitte jetzt das Bämmelchen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte mal, ich habe gezählt. Ne, 6 für Pferde. Wer für Pfandkörbe ist, der hebe bitte jetzt das Bämmelchen. Das ist Alexander Spieß. Einer. Wer für Flüchtlinge ist, der hebe bitte jetzt das Bämmelchen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, damit werden die Flüchtlinge unsere Priorität. Sehe keinen Widerspruch. Kein Widerspruch, dann ist das auch so beschlossen. So, Verteilung der Redezeit würde ich davon abhängig machen, was morgen noch alles angesagt wird, weil die Grünen 6 oder 7 Anträge offen haben und das einfach nicht abschätzbar ist und sinnvoll verplanbar ist. Ich gebe euch dann morgen Informationen, was dann endgültig rankommt, und dann könnt ihr mir die Informationen geben, ob ihr da irgendwie noch mehr oder weniger Zeit braucht, und dann bastle ich das in die Redezeit so mit ein. Damit sind wir, was das Plenum an sich einmal ist, durch. Dann, wie ihr gesagt, am Anfang ist das Wovereit auf der Ministerkonferenz in Potsdam ist. Da wird er auch irgendwann wiederkommen. Der Plan sieht zurzeit vor, dass er irgendwann halt wiederkommt und dann irgendwann wahrscheinlich das Wort ergreifen wird. Um dann quasi so eine Abschiedsrunde zu machen. Wir als Opposition haben das ja eigentlich schon vorher gefordert, dass es in einem ordentlichen Rahmen stattfindet. Es ist absurd im Ältestenrat gewesen. Es ist einfach nur absurd gewesen. Deshalb kann ich euch nicht mehr sagen, als es kann irgendwann der Fall sein, dass Wobereit irgendwann morgen auftaucht, zu irgendwas das Wort ergreift und es dann eine 5-minütige Vorsitzendenrunde gibt oder irgendwie sowas. Ja. Also, das ist verfassungsmäßig sowieso Blödsinn. Das heißt, wenn zum Beispiel der Wovereit 30 Minuten redet, dürfen wir auch 30 Minuten reden. Das ist auch von Verfassungsgerichtsurteilen genauso durch und bla und blub. Ja, das ist quasi die Information, weil ich ja ein bisschen noch keine Möglichkeit hatte, das alles weiterzutragen, dass der Herr Delius sich darauf vorbereitet, dass halt morgen der Herr Wovereit das Wort ergreifen wird und es dann eine Fraktionsvorsitzendenrunde geben wird, wo die SPD anfängt. Also nicht wie normalerweise die Opposition als Erste reingeht, sondern es SPD, machen Sie dann CDU, also SPD, Grüne, CDU, Linke, Piraten oder so. So. Ich weiß das. Okay, super. Das ist dazu. Dann noch ein anderer. Pavel, ja. Du wirst nicht reden. Entschuldigung, ich hatte noch eine Frage zum vorigen Tagesordnungspunkt, nämlich wo du gesagt hast, mit den Redezeiten, ob es nicht möglich wäre, dass wir doch sagen, von 5 Minuten abweichende Redezeiten einfach jetzt bei dir einkippen an der Stelle, weil ich habe nämlich 2 und wenn die Dinger drankommen, dann nicht. Dann, ja, also man muss sowieso noch klären, aber im Prinzip, also ich würde es schon ganz gerne... Der Verwaltungsaufwand, dass ich mir das alles jetzt aufschreibe, irgendwo zwischenlagere und dann am Ende trotzdem nachfrage, dann mache ich es einfach an dem Punkt, wo es dann, also wo ich dann die Informationen habe. Das ist auch nicht so wichtig, dass du dann 5 Minuten reagierst, wenn das dann doch der Fall sein sollte. Das kriegen wir alles hin und wir kriegen dich auch ans Telefon an. Keine Sorge. So, ein weiterer Punkt ist die Tagesordnung der letzten Plenarsitzung. Dort sieht es ja so aus, dass wir 2 Möglichkeiten haben. Entweder es wird eine normale Sitzung, die um 11 Uhr beginnt, mit einer Wahl des regierenden Bürgermeisters, dann einer Pause, damit er ins Rote Rathaus fährt und dann zurückkommt. Dann werden die Senatsmitglieder vereidigt und dann haben wir einen normalen Ablauf hinten dran. Und die andere Möglichkeit ist, um 9 Uhr zu beginnen, den regierenden Bürgermeister zu wählen, dann die Pause zu machen, die Vereidigung der weiteren Senatsmitglieder, und würden dann ungefähr so 3/4 Stunde quasi Verspätung in den normalen Tagesablauf eingehen. Die Koalition hat schon klipp und klar gesagt, dass
wenn wir es bei 11 Uhr belassen, sie halt die 19 Uhr straight durchziehen, das heißt, nach den Prioritäten wäre Schluss, also dann gibt es nach den Prioritäten, ist die Zeit, also ist halt einfach 19 Uhr, also dann ist ungefähr 18:30 Uhr, sind die Prioritäten dann zu Ende. Wahrscheinlich ist es eher später, aber die Prioritäten müssen ja sowieso beendet werden. Und wenn man um 9 Uhr beginnt, könnte man im Prinzip theoretisch eine normale Tagesordnung nochmal machen, wobei man da auch reden müsste, ob man eine aktuelle Stunde noch macht oder ob man die aktuelle Stunde wegfallen lässt und halt quasi die Prioritäten macht und die ganzen Anträge und Ähnliches macht, um halt hinten raus sicher auch alles beenden zu können. Das müsste man halt einfach klären, weil es halt relativ straffer Zeitplan alles ist. Genau, also ich würde euch vorschlagen, dass wir 9 Uhr, oh, das hat den Frosch im Hals hier. Ich würde euch vorschlagen, dass ich morgen, wir müssen das morgen ansagen, damit sich auch alle darauf einstellen und vorbereiten und sonst was können, dass wir 9 Uhr machen. Und dass wir im Zweifel auf die aktuelle Stunde verzichten, um halt die Prioritäten und alles Mögliche, was wir an Anträgen und sonst was machen wollen, ordentlich durchbekommen. So, Wortmeldungen von euch. Es geht in die letzte Sitzung, da wo der Bürgermeister gewählt wird. Der tritt ja dann quasi zu diesem Tag zurück. Dann wählen wir den neuen Bürgermeister, hoffentlich im ersten Wahlgang. Dann geht der Bürgermeister rüber, holt seine Senatsmitglieder, die neuen, kommt dann wieder. Der Bürgermeister bzw. der Finanzsenator haut dann auch ab, weil er in die Ministerkonferenz dann rüber geht, also wahrscheinlich hauen beide ab, um dann in die Ministerkonferenz rüber zu gehen, weil er der Finanzausgleich da behandelt wird. Und wir haben dann quasi noch eine normale Plenarsitzung, wo wir auch alle möglichen Dinge noch beschließen müssen. Mal aus dem, weiß ich, Vermögensgeschäfte kommen, wir haben normale Anträge, Beschlussempfehlungen, irgendwelche Gesetze wollen noch beschlossen werden für Ende des Jahres, weil wieder mal im nächsten Jahr 2015 irgendwelche Fristen und all sowas laufen. Genau, so, ich habe erst Pavel, dann habe ich Christopher. Ja, also ich fragte mich gerade, ob das Sinn macht, dann wirklich ein volles inhaltliches Programm durchzuziehen an so einem Tag, wo die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sicherlich woanders liegen wird, als auf dem, was im Parlament debattiert wird. Und von daher hätte ich jetzt eher das Gefühl, dass es jetzt auch, sag mal, keinen Schaden tut, wenn man halt das inhaltliche Programm ein bisschen strafft und es bei den Prioritäten belässt. Und weil ohnehin, ich sag mal, das keiner wahrscheinlich mitkriegen wird, groß, was dann später noch besprochen wird. Das war mein Punkt, weswegen ich eher sagen würde, lass uns normal anfangen. So, Christopher, dann Andreas. Ja, auch wenn ich inhaltlich Pavel folgen kann, kommt jetzt quasi die Gegenrede. Also ich bin dafür, dass wir um 9 Uhr das machen, um dann halt auch die Plenarsitzung durchziehen zu können, weil bei allem anderen heißt es ja schon, und da gab es ja auch diesen komplett bizarren Kommentar im Tagesspiegel, von wegen, die Opposition wäre zu faul, um 9 Uhr anzufangen. Das ist halt das Blöde daran. Also wenn wir um 11 Uhr anfangen und quasi das Kind beim Namen nennen und sagen, an einem Tag, wo wir einen neuen regierenden Bürgermeister wählen, ist eh nichts anderes in der Zeitung, ihr interessiert euch einen Scheißdreck dafür. Ist das zwar korrekt, aber sie sagen, faule Opposition. Und in dem Moment, in dem wir es halt um 9 Uhr anfangen, wird es so eintreten, wie du es prognostiziert hast. Wir sitzen halt länger im Parlament, aber keiner kann sagen, faule Opposition. Und ich finde das auch ganz gut, um 9 Uhr anzufangen, halt einfach echt so lernen durch Schmerz, weil das ist ja jetzt nicht so, dass es an uns läge, dass Bobereit irgendwie zurückgetreten ist, sondern weil irgendwie die Koalition das halt irgendwie verkackt hat und weil er es irgendwie verkackt hat. Also es ist ja nicht jetzt unsere Aufgabe gewesen, ihn da besonders zu motivieren. Also deswegen 9 Uhr fände ich gut. So, dann ist Andreas dran.
Ja, ich bin auch für 9 Uhr. Wir haben einfach so viel Zeug und sagen ja sonst auch irgendwie, Senat tut nichts und macht nicht voran und entscheidet nichts mehr. Und ich bin der Meinung, wir sollten das irgendwie versuchen, da halt abzuarbeiten, unabhängig davon, ob jetzt da ein anderer Fokus dann ist, weil ich bin der Meinung, Zustände, wie sie in vielen Ausschüssen ist, mit irgendwie riesen unerledigten Liste. Wir haben ja jetzt auch keinen zusätzlichen Termin deswegen oder so, weil es jetzt einen neuen Regierenden gibt. Also müssen wir das halt dann irgendwie hinten dranhängen. Also um 9 Uhr anfangen. Okay. Ich würde auch noch gerne mitnehmen, dass ich halt einfach mal drüber rede, die aktuelle Stunde wegfallen zu lassen. Hat halt also vor allen Dingen den Hintergrund, dass wir halt nach hinten raus die Zeit haben, weil um 19 Uhr der Hammer wieder fällt, weil die Koalition dann wieder sagt, es ist 19 Uhr. Und dann wäre es schade, wenn wir uns quasi auf das 9 bis 19 Uhr Spiel geeinigt haben und am Ende wieder irgendwas runterfällt. Und der Regierende und der neue Finanzsenator mit großer Wahrscheinlichkeit eh wieder nicht da sind und es auch schwierig ist, eine aktuelle Stunde, dann sollen wir lieber die fachliche Arbeit machen, die wir dann da haben. Ja, die Wahl ist die aktuelle Stunde. Ja, dann hätte sich das alles, wir haben auch, ich habe auch mit den Vizepräsidenten darüber geredet, es wäre einfach viel einfacher gewesen, wenn der Klaus Wowereit vorher mal mit den Leuten geredet hätte und das irgendwie mal sinnvoll gelegt hätte und halt nicht irgendwie jetzt noch 2 Wochen lang länger feiern geht. Aber ist halt einfach so, wie es ist. Kann man ja thematisieren am Donnerstag. Genau, dann nehme ich das einfach mal so mit, dass ich dann quasi den 9 Uhr Termin auch mache, damit die Presse nicht schreibt, wir sind faul. So, dann ist das auch durch. Dann bin ich mit dem Plenum jetzt und aus dem Ältestenrat komplett durch. Dann ist Martin wieder dran. So, Tagesordnungspunkt 5, Satzungsänderungen haben wir nicht. Punkt 6 haben wir schon erledigt gehabt. Allgemeine Anträge unter Punkt 7 liegen mir auch nicht vor. Punkt 8, Wahlen ist auch ohne Wirkung. Termine stehen im Pad. Es gibt noch die Illumination des Weihnachtsbaumes morgen um 16 Uhr. Da könnt ihr alle kommen. Es ist das Jugendforum und noch eine Ausstellung am 4.12. Genau, die Besuchergruppen, vielen Dank an diejenigen, die das übernehmen. Und wir kommen zu einem Tagesordnungspunkt 10, Sonstiges. Ja, wenn du noch einen Termin hast, dann kannst du den gerne ins Pad schreiben. Fabio? Ich bräuchte noch ein, ich weiß nicht, ob es unter Sonstiges entsteht, ich habe... Ich bräuchte noch einen Ersatz für die Besuchergruppentermin am 28.11. Um 12 Uhr, weil ich da einen anderen Termin bekommen habe, der sehr wichtig ist. Ja, es mögen sich bitte Leute bei Fabio melden, die sich das vorstellen können. Das Ticket steht im Pad. Freitag 12 Uhr, total spannend. Sportausschuss. Top 10 Sonstiges wäre dann Vertretung im Ausschuss Bürgerschaftliches Engagement, Thema Willkommenskultur für Flüchtlinge. Montag abends oder so, Nachmittagabends. Montagnachmittags steht ansonsten im Parlament. Also wir nehmen mal an, dass Fabio sich dafür interessiert. Wenn nicht, findet Fabio bestimmt auch jemanden, der von ihm gebrieft wird, beziehungsweise es findet sich noch jemand anderes. Okay, Fabio, du siehst immer noch interessiert aus, aber ratlos. Ja, ich überlege es erstmal. Okay, wäre halt schön, wenn da jemand da ist. Ansonsten kann man sich auch bei dem entsprechenden Referenten melden und Bescheid sagen, dass man da gerne hinkommen möchte. Es gibt sicherlich nochmal eine Erinnerung vorher. Der Ausschuss ist nächsten Montag, ne? Ja. Das heißt, es wäre ein bisschen kurzfristig, aber wenn es noch Abstimmungsbedarf gibt, dann können wir auch am Donnerstag nochmal darüber reden. Ich habe eingangs vergessen, einen nicht öffentlichen Teil anzumelden. Das fällt mir gerade ein. Den hatte ich aber an euch rumgeschrieben. Deswegen stelle ich jetzt den Tagesordnungsänderungsantrag, einen nicht öffentlichen Teil nach diesem Teil einzufügen und dann natürlich einer kurzen Pause. Soll auch nicht allzu lange dauern, aber ich finde das sinnvoll.
Gibt es Widerspruch zu diesem Tagesordnungsänderungsantrag? Das ist nicht so. Dann vielen Dank, verfahren wir so und machen bis halb Pause, damit alles abgebaut werden kann und so. Genau.